Ist neu, ja, mega geil. Hallo, liebe YouTube-Zuschauer. Ich hole direkt den Chat rein, weil nicht, dass hier gleich jemand verloren geht. Hallo, so. Ja, so. Wir feiern zweijähriges Muckelzoo-Jubiläum. Wir sind absolut alle in Partystimmung. Wir haben gerade schon eine Stunde und 18 Minuten Party gemacht und es ist einfach alles ganz dolle wild und wir lieben jede Sekunde davon. Also es ist alles heute ein bisschen weniger muckelig als sonst, aber wir versuchen gerade, wir haben die Muckelmusik angemacht und jetzt atmen wir durch und versuchen uns alle zu beruhigen. Aber es ist halt so aufregend und es macht so Spaß. Der Stream ist gesponsert von Samsung, das hat für euch auf YouTube aber keinen Einfluss. Aber es ist einfach nur schön. Es ist einfach nur schön, weil wir haben heute auch Sonntag, was ja auch was ganz Besonderes ist, weil wir ja sonntags eigentlich, also ich streame sonntags nicht. Und es sind so viele neue Leute dabei und Leute, die auch bei den Planet Zoo Streams sonst nicht dabei sein können. Und es ist einfach nur eine ganz, ganz schöne Nummer. Falls ihr auch mal dabei sein wollt, kommt gern vorbei. twitch.tv/Simfinity_Nina, da findet ihr mich und diesen wunderbaren Chat. Und direkt mal, guck mal, ihr dürft jetzt live dabei sein. Erstmal Liluna, Dankeschön für deine 39 Monate. Und dann brauchen wir einen Raketenmodus für Steaming Dragon. Das ist ja auch einfach ein geiler Name. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halt dich gut fest, schnall dich an, dann geht's ab ins Universum. Ich danke dir für deinen Prime-Sub und non Tequila. Flips, hallo! Es ist heute, also ihr seht schon, es ist einfach so eine, es ist Party. Es ist Partystimmung ohne Ende und ja, ist einfach nur schön. Und wir haben uns natürlich gedacht, zur Feier des Tages gibt es zum Start des Muckelzoo-Streams natürlich erstmal eine ganz ausführliche Zootour. Für die, die sonst vielleicht nicht dabei sein können, weil wir ja unter der Woche eigentlich immer vormittags Planet Zoo spielen. Livy, danke noch fürs verschenkte Sub. Also, das ist der aktuelle Stand von unserem Muckelzoo. Das ist alles, was wir in 2 Jahren gebaut haben. Und irgendwie immer, wenn man so rausscrollt, sieht es gar nicht so viel aus für 2 Jahre Progress. Aber das ist alles, wo wir unsere ganzen Stunden hier ja, reingesteckt haben in den vergangenen Jahren. Nee, Melli, hab ich ja schon beim letzten Mal gesagt, lieber nicht. Weil, also es wäre mir irgendwie unangenehm, wenn dann einer, also bei so einer großen Verlosung, dann einer meiner Mods gewinnt. Das finde ich irgendwie bisschen komisch, deswegen diesmal leider nicht. Bei den anderen Verlosungen wisst ihr ja immer, dürft ihr gerne mitmachen, aber ja, ich hoffe, das könnt ihr verstehen. 2 Jahre und alles mit Liebe gebaut. Ja, also ich glaube, es gibt wenige Projekte, in die ich so viel Zeit und Liebe gesteckt habe, wie diesen Zoo. Also es ist wirklich, ja, einfach mein Herzensprojekt, würde ich schon fast sagen. Genau. Also, wir starten ganz am Anfang. Hier hat alles angefangen. Genau vor 2 Jahren. Und da werde ich jetzt sogar ein bisschen emotional, muss ich sagen. Tiana, schön, dass du da bist, Girl. Also, das ist schon krass irgendwie. Vor 2 Jahren haben wir diesen Eingangsbereich gebaut. Beziehungsweise, wir haben ihn ja dann hinterher nochmal ein bisschen umgebaut. Also, wir haben das ja noch mal ein bisschen umgestaltet. Aber hier ist unser Muckelzoo-Eingang. Und im besten Fall arbeitet Josi heute wieder. Natürlich! Oh, natürlich, unsere fleißigste Mitarbeiterin des Jahres, Frau JosiXX3, ist wie immer am Start. Und ich muss mal kurz auf mein Handy gucken. Ja, hat sie bekommen. Ich schreibe es dir nochmal. Yes. Leute. Hilfe, hier passiert so viel. Annie, danke für deine 4 Monate. Tiana, danke für 37 Monate. Vielen, vielen Dank, Girl. Und Kadi, nee, Kadia, dankeschön für deinen Sub. Herzlich willkommen im Universum. Halt dich gut fest, schneid dich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank. Danke für das tolle Gewinnspiel. Woher weiß man, ob die Teilnahme registriert wurde? Wenn ihr das alles richtig in den Chat geschrieben habt, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann seid ihr im Lostopf dabei. Und ja, genau. Tonylicious, dankeschön für auch deinen Sub. Hi, du bist geil, Kapitän. Vielen, vielen Dank. Halt dich gut fest, schneide dich an und dann geht's ab ins Universum. Ist aber auch also passend, dass ich das jetzt hier noch im September gemacht habe. Ne? Also ich schwöre euch, das ist nicht, wie heißt es,
auch inszeniert. Ne? Also ich habe das nicht gemacht, damit ihr jetzt hier so ganz wild Party machen könnt. Und ich denke mir so, ah, vielen, vielen Dank auch für deinen Sub. Dankeschön für den ganzen Raketenmodus. Wir können Josi leider nicht mehr befördern. Ihr seht schon, sie hat alles erreicht, was sie erreichen wollte. Wir können ihr, glaube ich, noch eine Gehaltserhöhung geben. Ich habe gerade viel zu tun, sagt die Josi. Josi sagt, ich habe gerade viel zu tun. Nee, Dempsey, dein Sub wurde leider nicht angezeigt. Vielleicht musst du nochmal aktualisieren. Und Luisa, danke schön für 32 Monate. Vielen, vielen Dank. Ob das groß oder klein geschrieben ist, ist ganz egal. Also das hat keinen Einfluss darauf. Ja, also Josi hat gerade viel zu tun. Ihr Gehalt ist aber fair. Aber wir können mal gucken. Ich glaube, guck mal, sie ist einfach Meister. Also, so. Und jetzt wollen wir natürlich, guck mal, pro Monat. Also, da soll sich noch mal jemand beschweren, dass es im Real Life unfaire Bezahlung gibt. Ne? Also, hier muckelt so. Da wird richtig ausgebeutet. Josi, es gibt daraufhin erstmal, guck mal, $450. Da ist sie richtig glücklich jetzt. Schön. Claudi, dankeschön für deine 56 Monate und Junatsu, dankeschön für deine 30 Monate. Vielen, vielen Dank. Ach, mein Gott. Geld allein macht natürlich nicht glücklich. Es geht mir um den Job im schönsten Zoo der Welt. Herrlich. Livy, danke schön für dein verschenktes Sub. Vielen, vielen Dank. Das wundert mich bei den unterirdischen Mitarbeitern gegen ohne Fenster nicht mehr, ehrlich gesagt, dass sie ausgebeutet wird, meinst du? Also Tiana, ich glaube, ich spinne. Franzi, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und eine ruhige Schicht wünsche ich dir. Ach Gott, so, gut, wir sind ja weit gekommen. Hier ist schon wieder ein Mülleimer, der umgeschmissen wurde. Ich meine, den haben wir letztes Mal schon aufgehoben, aber was soll's. Ja genau, das ist auf jeden Fall der Eingangsbereich. Das haben wir, also hier hat alles begonnen. Und dann haben wir nämlich dieses Ei hier gebaut. Und ich glaube... Ist hier ein Angel steht, ein Angel, Angel, Angel steht. Ich möchte doch nur angeln an einem Angelsteg. Red Hat, vielen, vielen Dank auch für deine 5 Verschenkungs-Subs. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank und danke für plus 1 noch von Twitch. Ausbeutung wird hier groß geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen sollte, weil das ja ein gesponserter Stream ist. Oh Mann. Okay, Leute, wir machen einen Deal. Wir machen einen Deal. Ihr dürft jetzt alle nochmal spammen. Kann sein, dass ihr jetzt ganz Twitch abstürzt. Ihr dürft jetzt alle noch ein Kontroll... Dings machen. Ihr gebt jetzt alle nochmal Ausrufezeichen, Ticket, Leerzeile, eine Leerzeile, 1 in den Chat ein. Und dann kann es, also dann ist es sehr wahrscheinlich, genau, dass er sagt, fehlgeschlagen, too many Tickets. Das bedeutet, ihr seid alle schon drin. Und wer natürlich noch nicht mitgemacht hat, der darf natürlich auch mit teilnehmen. Ist ja ganz klar. Aber ich verstehe das, dass man dann so ein bisschen Angst hat. Habe ich es richtig geschrieben oder nicht? Deswegen machen wir jetzt nochmal eine Runde Kontrollgang. Ihr dürft alle nochmal schreiben. Ausrufezeichen, Ticket, Leerzeile, 1. Und wenn da steht fehlgeschlagen, ist das ein gutes Zeichen. Und auch wenn ihr keine Nachricht vom Bot bekommt, wundert euch nicht, der ist ein bisschen überfordert. Also das heißt nicht, dass ihr nicht im Topf seid oder so. Spätestens dann seid ihr im Topf. Genau, super. Das ist doch eine tolle Sache, oder? Und für die, die es nicht mitbekommen haben, wir verlosen gerade einen Samsung G60 SD-Monitor. Absolut krasses Teil, 850 Euro wert. What? Also, wenn ihr teilnehmen wollt, Ausrufezeichen Ticket, Leerzeile 1. Und dann seid ihr im Lostopf dabei. Genau. Supi und Tami, dankeschön für deine 9 Monate. Vielen, vielen Dank fürs Twitch, Baby. Ja, aber ich dachte, wir machen es besser so, als wenn jetzt die ganze Zeit alle unsicher sind, ob sie im Lostopf dabei sind. Deswegen machen wir jetzt eine gemeinsame Runde, wo wir alle nochmal testen, anstatt dass die ganze Zeit das immer wieder ausprobiert wird. Genau, so wie Katha das schreibt. Oh mein Gott. Sandra, vielen, vielen Dank für deine 12 Monate und Wölfchen, dankeschön für die 34 Monate. Vielen, vielen Dank. So, genau. Und während ihr da ausprobiert,
zeige ich euch das Zwergflusspferdgehege. Das war das allererste Gehege, was wir gebaut haben. Das hier sind unsere... Ups. Hallo, Hilfe. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Das sind unsere Zwergflusspferde. Und wir haben sogar von unseren allerersten Zwergflusspferden hier oben, haben wir, genau hier, Gedenktafeln. Keck und Kekina. Das waren unsere... Zwergflusspferde und ihr steht einfach gestorben an zu viel Party. Gut, das passt ja jetzt hier richtig gut rein heute. Oh mein Gott, ich liebe diesen Zoo so sehr. Rest in Party. Ach, es ist einfach nur schön. Es ist einfach traumhaft. Und Bea, Dankeschön für deinen Prime Sub auch. Vielen, 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 vielen Dank. Danke dir von ganzem Herzen. Halt dich gut fest, halt dich an. Und dann geht's ab ins Universum. Oh Gott. Ja, also Keck ist an Party gestorben. Am 1.2.2023. Oh mein Gott, das ist so lang her. Und Kekina? Oh, ist schon davor gestorben. Am 23.01. Ja, okay. Also sie ist nicht an Party gestorben. Aber Keck ist an zu viel Party gestorben. Oh, erinnere mich noch an den ersten Stream, als wir den Zoo neu angefangen haben. Wie kann das 2 Jahre her sein? Ja, wirklich. Es ist wirklich so crazy. Oh mein Gott, ich erinnere mich sogar noch an die beiden. Ja, und dann haben die dann noch ein kleines Baby bekommen. Ich glaube, der hieß sogar Babycack, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Und Little Fairy, danke für deine 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Uff. Und mach das, Melli. Genau, das waren auf jeden Fall unsere Zwergflusspferde und ich glaube, danach haben wir uns an die Panzernashörner gewagt. Die wohnen hier. Da hatten wir eine ganze Zeit lang mir fällt heute alles nicht ein, City Life Charaktere mit drin. Also hier gab es einen JD, einen Julian, den Ishan. Aber ich glaube, die sind schon alle wieder weg. Jetzt haben wir nämlich hier eine Ahana und eine Myra. Also hier wohnen jetzt 2 Ladies tatsächlich. Es sind auch schon ältere Tiere. Bist du auch schon ein älteres Tier? Nee, sie ist noch ausgewachsen. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da später vielleicht nochmal für Nachwuchs sorgen können. Aber erstmal können sie noch ihren Lebensabend genießen. Es haben bestimmt schon viele gefragt, aber woher hast du den coolen Pulli? Den habe ich mal bei Etsy gekauft. Yes, yes, yes. Und Ella, Hallöchen. Hallöchen natürlich an alle, die reinkommen. Ne? Ich weiß, heute ist einfach... ein bisschen Ausnahmezustand hier im Chat, aber ich freue mich natürlich über jeden, der da ist. Und ja, das sind richtige Girls-WG, ne? Richtig süß. Genau, das waren auf jeden Fall, das waren die 2. Tiere, die wir einziehen lassen haben. Und anschließend haben wir ein Gehege für die Füchse gebaut, oder? Haben wir erst das Fuchsgehege gebaut oder erst die Bären? Ich meine erst die Füchse. Da hatten wir dann ganz viele Maßnahmen ergreifen müssen, weil sie dauerhaft gestresst waren, weil die haben nämlich ihr Gehege so außenrum hier. Also das ist so ein verwinkelter Wald. Hier zum Beispiel ist ein kleiner Fuchs, da auch. Und dann haben die hier halt noch so ein Höhlensystem, wo die durch die Höhlen düsen können. Und ich glaube, hier hinten hoch können die auch noch. Genau, da liegt auch ein bisschen... Ah ne, ist ein Springkleid, ich dachte, da liegt Kacke. Genau, und das ist das Fuchsgehege. Und wie gesagt, da mussten wir dann so ein bisschen Maßnahmen ergreifen, weil die gestresst waren. Ne? Die Höhle haben wir zuerst gemacht, okay. Oh mein Gott, dann brauchen wir wieder einen Mann, ja? Wir gucken später mal. Können wir später nochmal gucken. Freue mich so über deinen Stream, liegt mit Mandelentzündung im Bett und heute ist der erste Tag seit Mittwoch, an dem ich was anderes als Eis essen kann. Oh Gott. Pia, gute Besserung für dich und schön, dass du da bist. Ruh dich weiterhin schön aus. Und Köpfchen, Hallöchen, schön, dass du da bist. Bin so neidisch, wie gut das aussieht. Aber Leute, wirklich, also hier hat das dann alles angefangen, dass wir uns halt wirklich sehr, sehr viel Zeit für die Gehege gelassen haben. Und das Panzernashorn-Gehege zum Beispiel haben wir hinterher nochmal überarbeitet, weil wir dann noch neue Skills quasi dazugelernt haben. Und dann haben wir das Grizzlybären-Gehege gebaut. Steffi, vielen Dank auch für deinen Sub. Herzlich willkommen im Universum. Halt dich gut fest, schnall dich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank. Und Nienchen, danke für 37 Monate. Ach Leute, ihr seid so süß. Vielen, vielen Dank. Daniela, Hallöchen. Und Dankeschön für eure ganzen Raketen. Ich werfe mich mal in eine warme Wanne mit euch. Och, Scheibi, das ist ja sowas von Muckelfaktor hoch 3000. Das ist natürlich Pflichtprogramm, ne? Also Leute, ihr müsst es euch irgendwie muckelig machen. Das gehört natürlich dazu. Ist ja ganz klar.
Und Anna, danke für die 2 Monate. Genau, das war unser erstes richtig großes Projekt. Also ich glaube, das war so das erste Gehege, wo ich danach so wirklich so richtig stolz war, weil das wirklich mal was Neues war hier mit unseren Mini-Niagara-Fällen, sag ich mal. Also wenn wir Play drücken, dann sieht man auch, dass hier so ein bisschen, dass wir so Wasserfälle hier eingebaut haben und so. Ja, wir können leider nicht Play drücken, weil hier ist gerade noch ein bisschen Krise. Das müssen wir später noch fixen. Aber hier sind auf jeden Fall eben unsere Grizzlybären drin. Die haben sogar gerade ein Baby. Look at the little baby bear. Richtig süß. Muss ich ja ein Ticket ziehen? Also Köpfchen, wenn du mit ins Gewinnspiel rein möchtest, also es gibt einen G60 SD-Monitor von Samsung zu gewinnen. Ausrufezeichen Ticket, Leerzeile 1, dann bist du im Lostopf dabei. Couch-Tee-Tempopackung, das Herbst-Trifecta. Melanie, manchmal verwendest du Worte, die kenne ich einfach nicht. Hab die Heizdecke an. Oh mein Gott. Traumhaft. Traumhaft. Genau, das sind auf jeden Fall unsere Grizzlybären. Und dann haben wir noch eine Vivarienhöhle. Das war, glaube ich, so auch eins der Projekte, wo wir sehr, sehr lange für gebraucht haben. Da haben wir uns auch sehr viel Zeit gelassen. Wir haben hier eben verschiedene Vivarien eingebaut. Also jetzt haben wir hier zum Beispiel gerade genau den grünen Leguan. Der sitzt auch hier auf der Stange. Und Phoenix, Hallöchen, schön, dass du da bist. Schön, dich zu lesen. Ich gehe für den Muckelfaktor jetzt mal einen Kaffee machen. Mach das. Oh mein Gott, hab gerade Pfannkuchen gemacht. Lecker. Und dann haben wir hier noch so kleine Schlangen, die Todesottern, genau. Können wir da denen das Layout ein bisschen schöner machen? Dann geht's denen doch auch noch ein bisschen besser. Guck mal. Traumhaft. Genau, und dann haben wir hier, glaube ich, Diamantschildkröten drin. Yes. Denen können wir das dann auch nochmal ein bisschen hübscher machen. Wenn wir schon mal hier bei sind. Oh, guck mal. Wow. Kit Kati, danke schön für deine 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Kaffee klingt gut, genau. Alle, also Heißgetränke sind heute Pflicht. Waren gestern im Harry Potter Theaterstück, war mein Geburtstagsgeschenk und oh mein Gott, wie heftig war das bitte. Das ist Hammer, oder? Ich finde es auch richtig toll, wie die Magie auf die Bühne bringen. So kleine süße Schlangen, die Todesotter zum Beispiel, die sind doch klein und süß, oder? Ich finde die klein und süß. Naja, und dann gehen wir weiter. Ich weiß noch ganz genau, wie stolz ich darauf war, hier diese ganzen Sachen gemacht zu haben. Das weiß ich auch noch. Das ist auch schon so lange her. Und hier haben wir noch Axolotls, wenn da noch welche drin sind. Yes. Da können wir vielleicht auch nochmal das Gehege schöner machen. Dann fühlen die sich wohl. Dann gucken wir mal, wie viele die gerade haben. Oh, nur ein Männchen. Da können wir auch mal hinterher gucken, dass der noch ein Weibchen dazu bekommt. Sitze auf dem Sofa und spiele Bear and Breakfast. Das kenne ich von Bea. Das hat sie auch mal gespielt. Das sieht auch so gemütlich aus. Richtig schön. Und Selina, danke für die 29 Monate. Und Gaming Fox, danke für 55. Vielen, vielen Dank. Thank you. Heute erstmal schön ausgeschlafen, dann ein richtiges Sonntagsfrühstück gemacht mit Ei und Brötchen, natürlich Kaffee. Das klingt richtig schön. Toll, Saskia. Hab kein Heißgetränk, aber dafür esse ich Zimtrollen, Kuchen und knüpfe Armbänder. Oh mein Gott, Tiana. Klingt traumhaft. Genau, und dann kommen wir hier wieder raus und dann ist hier ne, das Grizzlybärengehege. Und dann kommen wir zu unserer ersten Kreuzung, wo man 2 verschiedene Wege gehen kann. Ich zeige euch mal ganz kurz das Waschbärengehege. Das ist hier noch und dann gehen wir aber gleich wieder zurück. Hier sind die Waschbären zu Hause. Hier haben wir süße Waschbären. Irgendwie erinnern die mich immer an die Aiwi. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber die Körperhaltung ist einfach so Aiwi-haftig. Weil die hat nämlich auch so einen Buckel. Amaya nicht, aber Awa schon. Und Sarah, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Die Lage ist sehr, sehr schön. Ja, ja. Hab mir vorhin richtig motiviert Kaffee gemacht und dann vergessen. Ja, also Klassiker, ne? Lass dir deinen Eiskaffee schmecken. Genau, das ist auf jeden Fall das Waschbärgehege. Das finde ich auch richtig cool nach wie vor. Da haben wir nämlich hier so ein Haus gebaut, wo die dann da unten rein können. Und hier haben die noch so einen Dachboden. Und da können die dann auch so über die Besucher gehen und so, können hier so hochklettern. Also das ist auch echt noch sehr cool geworden, wo ich am Anfang dachte, oh Gott, was machen wir mit diesem Gehege? Also da bin ich richtig stolz auch drauf. Und dann haben wir hier drüben noch so ein etwas misslungenes
Schildkrötengehege, die hassen ihr Leben auch immer. Deswegen mal gucken, ob wir die irgendwann auswildern. Die sind eh sehr unzufrieden, weil die zu viele sind. Wie viele wollen die denn sein? Oh, nur ein Männchen. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz... Roberto. Du musst gehen. Tschüss, Roberto. Haben die noch mehr Männchen? Evita? Juanita. Hä? Hab ich jetzt... Nee, hier. Juan. Okay. Wird verfrachtet. Ah, ja. Ja, so ist doch super. Ist doch gut. Toll. Ja, aber das Gehege finde ich irgendwie so ein bisschen kacke. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist das Gehege, was ich am wenigsten mag. Mit dem Lama-Gehege. Die mag ich nicht so gern, aber egal. Dann gehen wir nämlich hier einmal zurück an unserem Flüsschen lang. Hier ist das Bärengehege, ne? Und dann geht man nämlich hier lang und kommt zur ersten Fressbude. Also hier haben wir so ein Restaurant hingemacht, wo die dann, also beziehungsweise so Imbissbuden, wo die dann was snacken können. Bin immer so begeistert, wenn ich die Muckelzoo-Gehege sehe. So viel Details und kreativ. Ich wünschte, ich hätte so viel Motivation und Geduld. Aber ich finde wirklich, das hat für mich wirklich was mit Selfcare zu tun. Also es ist so entspannt und so schön, sich die Zeit einfach bewusst zu nehmen, sich hinzusetzen und dann da stundenlang Steine zu platzieren und so. Ich finde das einfach ganz, 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 ganz toll. Ich wusste gar nicht, dass das Spielsystem so komplex ist mit Zufriedenheit, Anforderungen etc. Das ist ja richtig cool. Und das Coole ist halt, man kann das theoretisch auch alles ausstellen. Also ich spiele jetzt im Franchise-Modus, da kannst du es nicht ausstellen. Aber wenn du Sandbox spielst, dann kannst du halt alles an- und ausmachen. Also wenn dich irgendwas mega nervt, dann kannst du das ausstellen. Oder dass die sich zum Beispiel nicht fortpflanzen können. Oder keine Ahnung, dass du das Geld halt nicht limitiert hast und so. Also es ist einfach richtig, richtig cool. Genau, dann kann man einmal hier lang gehen, da kommt man zu den Schwarzgefährden. Die sind auch immer so, und die haben immer ein bisschen Probleme. Die sind immer nicht ganz so zufrieden, jetzt gerade geht's. Aber genau, das sind unsere Pferdchen. Ich glaube, jetzt gerade haben wir keine Fohlen da, sonst hätte ich euch gerne auch ein Fohlen gezeigt. Die sind nämlich auch super süß. Ich glaube, hier haben wir das erste Mal so selber solche Gebäude gebaut. Also da haben wir so eine Scheune dann gebaut, finde ich auch richtig cool. Gottchen. Janea, danke für die 3 Monate Sterne, danke für 2 Monate. Pia, danke für 9. Vielen Dank fürs Twitch-Baby. Und Belly, Hallöchen, und danke für 37 Monate. Vielen, vielen Dank. Im Sandbox kann man theoretisch auch wirklich nur bauen, genau. Also wenn einem der Management-Modus halt gar keinen Spaß macht, ne, also das, die Tiere so zu sortieren und keine Ahnung was, kann man auch einfach nur bauen. Aber ich finde halt die Challenge sehr cool, dass so auf alles, dass man halt auf alles achten muss. Genau. Und dann gehen wir hier weiter zu unseren Lamas. Wie gesagt, das Gehege mag ich irgendwie nicht ganz so gerne. Aber das gehört alles dazu. Also die können auch hier oben rumdüsen. Ich glaube, hier war auch irgendwo gerade noch ein Baby. Genau, hier mehr. Ein kleines Lama-Baby. Die haben auch öfters mal Krankheiten, weil die kacken wie die Weltmeister. Seht ihr schon? Also hier wird immer ganz fröhlich gekackt. Aber eigentlich ist es auch ein schönes Gehege. Aber es gibt halt auch schönere. Genau. Aber das ist das Lama-Gehege. Und dann geht man eben hier hoch. Also man kann theoretisch auch die Treppe nehmen. Aber man kann auch diese Treppe nehmen. Genau. Ich finde es crazy, dass es schon 2 Jahre sind. Ich lurke immer bei Muckelzoo und mache nebenbei immer so Hausarbeit oder Uni-Zeug, dass der Stream immer wie ein Podcast um Öhrchen. Das ist so schön. Genau, das ist auch so mein Anspruch irgendwie, dass man das so schön nebenbei laufen lassen kann, das irgendwie entspannt und dass man schöne Gespräche führen kann. Also voll cool. Und Annie, danke schön für deine 5 Monate. Vielen, vielen Dank. War vorhin eigentlich schon die ganze Zeit da, aber als ich eben vom Gassi gehen kam, wurde mir der Resub angezeigt. Ja, wie schön. Hab letztens einen neuen Zoo angefangen, Flamingo-Gehege gebaut und bei Play war direkt alles auf Alarm. Ich war direkt gestresst. Ja, verstehe ich. Aber die Vögel sind auch alle sehr besonders. Dieser Zoo ist einfach so wunderschön, wenn ich da an den ersten Zoo denke. Da hatten wir auf jeden Fall immer sehr lustige Streams. Der Regenbogen-Zoo ist auch never forget, forgotten? Forgotten? Forget? Forgot? Forgotten. Ja, also Regenbogen-Zoo immer in unserer Erinnerung. Das hier sind die amerikanischen Biber.
Da hatten wir natürlich auch eine Familie. Justin Bieber ist ja ganz klar. Den Joke mussten wir natürlich mitnehmen. Die haben hier so einen richtig schönen großen Teich, beziehungsweise See schon fast, richtig cool. Und die können zum Beispiel auch hier unten so durchschwimmen. Hier ist auch gerade jemand. Und ist das sogar ein Baby? Bist du ein Baby? Keine Ahnung. Genau, und dann können die hier unten so überall sein. Und dann können die hier so durch die Büsche flitzen. Also es ist auch ein richtig cooles Gehege. Da haben wir auch sehr lange dran gebaut. Ich finde auch das hier sehr gelungen mit diesen ganzen Ästen und so. Und dann haben wir ja noch so einen Wasserfall. Und noch einen neuen Sub von Jojo. Jojo, danke schön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halt dich gut fest, schnall dich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank. Und Jula, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ninos Fusselfan, Hallöchen. Erinnere mich noch an den Bau des Wasserfalls. Ja, und das ist auch schon wieder so lang her. Richtig, richtig toll. Für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, also ihr könnt immer noch am Gewinnspiel teilnehmen. Ausrufezeichen Ticket, Leerzeile 1, dann seid ihr im Lostopf dabei. Ihr könnt einen Monitor gewinnen von Samsung. Genau, und das lose ich dann irgendwann im Laufe des Streams aus. Also, das dauert noch ein bisschen. Xenia, Hallöchen, schön, dass du da bist. Genau, und dann geht man halt hier rüber. Die haben auch sogar hier so einen Whirlpool. Dann geht man hier so rüber und dann schaut man schon auf unseren Sumpf- bzw. Tropenbereich. Also das hier hinten ist so unser tropischer Bereich. Und bin auch pünktlich am Freitag fertig geworden, alle Streams nachzuschauen. Ja, sehr schön. Sind die Grenzen der Gehege vorgegeben oder ergeben die sich durchs Bauen? Nee, die kannst du alle selber setzen. Kann ich gleich auch nochmal zeigen, wenn wir dann wirklich gleich was bauen. Samsum, Samsum. Das ist auch ein bisschen süß, Mimi. Samsung. Genau, also hier ist auch ein Favorit der Community. Das sind nämlich die Capybaras. Da haben wir erstmal hier so einen Ausguck gebaut, also dass die Besucher hier hingehen können und dann die Capybaras beobachten können. Hier haben wir unsere Capybaras. Capybara, 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 Capybaras. Nee, aber die sind auf jeden Fall auch super süß. Da müssen wir auch mal ein bisschen gucken, weil die pflanzen sich auch immer sehr flott fort. Ich glaube jetzt gerade, doch, hier ist ein Baby. Ein kleines Baby in weiß. Genau. Ein Strauß muss dann auch Samsung oder so heißen. True. Beziehungsweise wir können das Gehege ja auch so sponsert bei Samsung nennen. Nein, aber das können wir auf jeden Fall machen. Genau, und hier seht ihr auch schon, hier sind auch noch ganz viele im Wasser und so. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn da gerade aus? Ach ja, die sind aber noch happy von der Dings. Ja, Platz ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ansonsten haben die hier zum Beispiel so eine Höhle, wo die chillen können. Und ja, dann sieht das halt alles so ein bisschen sumpfig aus. Also das Gehege mag ich auch nach wie vor so gerne. Also ich finde es richtig cool. Gangsalat, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Valerie, Hallöchen. War so lange nicht im Stream, aber wenn ich das jetzt so sehe, was Neues, finde ich das echt schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Wirklich schön. Ja, ich weiß, dass es halt für viele immer schwierig ist, weil wir das immer vormittags spielen. Aber es ist auch die perfekte Mood immer. Weil ich finde Planet Zoo ist einfach ein Morgenspiel so. Also Planet Zoo abends zu spielen, fühlt sich für mich irgendwie immer nicht richtig an. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja. Aber jetzt sind ja alle da, ne? Cheesika, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Kira, Hallöchen. Schön, dass du auch da bist. Oder ein Tierpärchen, Samsung. Oh mein Gott, das ist auch super süß. Das ist super süß. Und wenn da was von fehlgeschlagen bei der Gewinnspielteilnahme steht, dann seid ihr schon im Lostopf drinne. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Genau, und dann haben wir ja zum Beispiel hier auch immer so natürliche Barrieren gemacht, dass das so aussieht, als wenn das die gleiche Fläche wäre vom Wasser. Denn das hier ist dann nämlich schon das nächste Gehege. Also hier, das ist dann eine Barriere von dem Gehege. Da kann man dann nämlich hier oben lang gehen. Hier ist dann noch so nochmal so ein Essbereich und so, wo die Leute dann nochmal sich ausruhen können. Da haben wir auch noch so eine Felswand gebaut. Das finde ich auch super cool nach wie vor. Und hier kann man dann eben über das Krokodilkaiman-Gehege schauen. Hier haben wir die Krokodilkaimane. Das ist im Mezzo-Mix und Abu, dankeschön für die 333 Bits und Fina, dankeschön für deine 3 Monate im Voraus, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen im Universum, ich danke dir von Herzen, halt dich gut fest, schnall dich an und dann geht's ab ins Universum, vielen, vielen Dank. Und Frittenfranzi, Hallöchen. Romy, Hallöchen. Guten Morgen. Haben wir noch morgen? Oh ja. Vielleicht könntest du dann häufiger am Wochenende spielen. Ja, aber am Wochenende habe ich halt ja eigentlich Wochenende. Also ich arbeite ja am Wochenende nicht.
Deswegen ist das hier heute auch so was Besonderes. Und das möchte ich natürlich auch so weiter beibehalten. Aber zwischendurch gibt es ja dann auch mal solche Streams hier, ne? Was gibt es denn in der Verlosung? Einfach ein Monitor. Gangsalat, es ist so verrückt. Ein G60 SD-Monitor, den hier von Samsung. Es ist, ich kann es immer noch nicht glauben. Just saying, 850 Euro wert, ne? Also mitmachen lohnt sich heute wie noch nie. Hab mich vom Donnerstagstream so inspirieren lassen, dass es jetzt deftige Linsensuppe gibt. Ja, geil. Lass es dir schmecken. Ah, toll. Toll, toll, toll. Und mitmachen könnt ihr mit Ausrufezeichen Ticket Leerzeile 1. Und Vanessa, mach's gut. Schön, dass du da warst. So, genau. Und dann geht man halt hier wieder zurück. Also da kann man dann halt so im Kreis laufen oder man geht einfach da lang, wenn man die Krokodile nicht sehen will. Und dann haben wir hier zu unserer Linken unser Jaguar-Gehege. Die haben auch gerade wieder Babys. Also die sind auch mal ganz fleißig am Fortpflanzen hier. Warum haben die sich jetzt eben nicht wohlgefühlt? Also irgendwer hat hier eben Stress gemacht. Nee, ist ja schon wieder weg. Ah, und bei den Affen scheint schon wieder was mit der Dings zu nicht funktionieren, mit dem Klettern. Da müssen wir nochmal schauen. Genau, auf jeden Fall haben wir dann da das Jaguar-Gehege. Das finde ich auch so geil. Also da können die dann hier überall hoch. Hier oben haben wir nochmal so einen Ausguck. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Tarzan, dieses Häuschen. Und hier haben die zum Beispiel dann nochmal so eine Höhle, wo die auch reingehen können. Und dann ist das aber noch nicht alles. Die können auch noch hier unten lang. Ups. So. Und dann können die auch noch hier drüben überall sein. Also das gehört auch noch alles dazu. Hier, das gehört auch noch alles dazu. Und dann ist hier eben das, also das hier ist dann wieder das Krokodil-Kaiman-Gehege. Also das finde ich so geil. Also das ist aber auch so mein Anspruch an diesen Zoo, dass man halt keine Barrieren sieht oder kaum. Und das ist halt hier auch der Fall. Das finde ich richtig cool. Mit welchem Pack baust du am liebsten? Ich finde, das kann man bei Planet Zoo immer nicht sagen, weil da ist es, also kommt, das ist immer so ein riesiger Mix aus den Objekten, die man benutzt. Und vor allem kommt es halt darauf an, welche Tiere man einfach gerne mag, ne? Also dann, wenn ich sagen soll, welches Pack ich empfehlen kann, weil ich liebe einfach jedes Pack. Und vor allem finde ich, bei Planet Zoo lohnt sich auch schon nur das Basisspiel. Also da braucht man gar keine Erweiterung. Das ist einfach nur toll. Ich würde ja super gerne eine Petition starten, damit du uns jeden Stream eine kurze Präsentation über Good to Know Themen hältst, so wie letzte Woche. Ach, das war einfach nur schön, ne? Also für die, die es nicht mitbekommen, ich habe letzte Woche eine Präsentation übers Heulen gehalten. Das war sehr lehrreich. Und Katerlöchen, schön, dass du reinschaust. Hallo, hallo, wie geht's? Euch. So. Und Kartoffelchen, willkommen zurück. Also bist noch pünktlich wiedergekommen. Kann ich bestätigen, habe nur das Basisspiel bisher und mir fehlt es an nichts. Ja, da gibt es auch schon so viele tolle Sachen. Also es ist einfach so. Und Potato, Hallöchen, schön, dass du da bist. So, genau, ich habe alle Packs, ja. Dann geht man halt beim Jaguar-Gehege hier weiter und dann geht man hier bei dem anderen Stück vom Jaguar-Gehege lang. Und dann haben wir hier noch ein paar Vivarien. Hier sind jetzt gerade tatsächlich gar keine drin. Keine Tiere. Hier haben wir die gelbe Anaconda drinne. Geht's denen gut? Oh, Nacho ist alleine. Aber ihm geht's gut. Und hier haben wir, glaube ich, noch Frösche drin. Yes. Hier ist der Frosch drin. Vielleicht können wir da das Layout auch mal noch ein bisschen schöner machen. So. Und dann können die hier noch so Eis kaufen. Ja, Eis kaufen. Ich tanze den Einschlaftanz. Sehr schön, süß. Kann mir jemand helfen? Erst stand da, dass ich nicht genug Punkte habe und jetzt steht da too many tickets. Wenn du nicht genug Punkte hast, dann hast du wahrscheinlich zu wenig zugeguckt. Also eigentlich, also das ist halt natürlich eine Verlosung für Leute, die jetzt nicht vielleicht heute zum allerersten Mal dabei sind. Und wenn du wenn da too many tickets steht, dann hast du, also dann bist du schon dabei. Also man kann halt nur einmal dran teilnehmen. Vanille Matcha Latte ist fertig. Lecker. Yummy. Hatte ich aber gestern. Also nicht Vanille, aber trotzdem. Lass es dir schmecken. So, hier haben wir ein leeres Gehege. Da waren Warane drin.
Die fanden wir aber irgendwie ein bisschen komisch. Also die waren auch irgendwie dauerhaft gestresst, keine Ahnung. Deswegen haben wir die dann nicht neu besetzt. Aber das Gehege finde ich eigentlich, also zumindest diesen Teil hier hinten mit diesem kaputten, finde ich eigentlich ziemlich geil. Also vielleicht werden wir das nochmal irgendwann umstrukturieren. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, Kat. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich freue mich, dass wir heute zusammen feiern können hier. Und es ist einfach, einfach nur schön. Also noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Sieht man seine Punkte eigentlich irgendwo? Ich glaube nicht. Also kann sein, dass es bei Stream Elements irgendwo eine Übersicht gibt, aber ich habe das immer so eingestellt, dass man wirklich nur, ich glaube, warte. Ah, kann ich jetzt nicht sehen. Aber man braucht irgendwie so 10 oder so. Also es ist wirklich nicht viel. Also wenn man ein bisschen hier zugeguckt hat, dann hat man das. Und Grissel, Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Genau, dann gehen wir weiter. Ich habe ja gesagt, ne, die Zootour dauert mittlerweile so lange, aber wenn man dann währenddessen quatscht, natürlich noch länger. Da hatten wir mal was überlegt, haben wir dann aber doch nicht weitergemacht, deswegen ist jetzt einfach so ein Teich. Und hier ist unser Affenmix-Gehege. Das ist auch super cool, weil hier sind nämlich die Besucher sozusagen, die Gefangenen. Also die können hier in diesem Käfig ins Gehege reingehen und dann haben wir hier so einen alten Tempel gebaut. Also das ist auch so ein geiles Projekt gewesen. Also das kann ich immer noch nicht glauben, dass wir das selber gebaut haben. Ja, einfach mega, mega, mega geil. Und hier haben wir halt Orang-Utans drin, wie hier am Bäumchen schon mal sitzt. Da haben wir einen Orang-Utan, dann haben wir diese Weißhandgibbons und die Siamangs, die sind hier auch noch drin, die finde ich ein bisschen gruselig, aber sie haben natürlich trotzdem ihre Daseinsberechtigung. Liebe, dass das alles so natürlich ist. Ja, also das ist, glaube ich, auch so das, was den Zoo so ausmacht, ne? Also ich glaube, das lässt den so schön wirken, sage ich mal, weil man halt nicht irgendwie so viele Zäune sieht oder so. Ja. Mareike, Hallöchen, schön, dass du da bist. Genau, und das sind dann auf jeden Fall, ist das Gehege für die Affen, also die können hier überall reingehen, also hier in diese Löcher und so. Und hier oben, die auch überlang, hier. Gaming Fox, danke schön für die 5 verschenkten Subs plus 1 von Twitch. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. Oh, da steht jetzt 2. Also steht 2-mal Twitch verschenkt. Naja. Nee, 1. Ach, das ist einfach egal. Habe ich schon Danke gesagt. Super. Das Affengehege ist bis jetzt, glaube ich, mein Liebstes. Ich glaube, es gehört auch zu meinen Favorites. Also es ist schon echt cool geworden. Und die haben ja zwischendurch halt immer auch wieder so Möglichkeiten. Die Bäume können die beklettern. Ne? Hier seht ihr, sitzt auch ein Affe im Baum. Und hier ist nur eine kleine Brücke. Und dann haben wir halt hier auch wieder eine natürliche Barriere, weil die so weit nicht schwimmen können. Genau, und hier hinten können die theoretisch auch überall hin. Hier sitzt ja auch einer. Also es ist einfach richtig, richtig cool geworden. Genau, und dann haben wir hier auch nochmal auf der anderen Seite so ein kleines Gehege, wo die Mitarbeiter dann rein können. Und ich finde es halt so geil, dass hier dann quasi die Besucher die Gefangenen sind. Das finde ich auch schön. Angie, Hallöchen, herzlich willkommen. Schön, schön, schön. Warum ist deren Sozialbefinden so schlecht? Ja, ich glaube, die sind gestresst. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Platz. Ja, seht ihr? Das Gehege ist leider mal ein bisschen verbuggt. Das haben wir alle paar Streams, wenn wir den Zoo laden. Vielleicht laden wir den gleich nochmal neu. Weil das halt kletterbare Objekte sind. Und das ist halt so ein bisschen komisch immer. Aber das gucken wir dann gleich. Yes, heute gibt es was zu gewinnen. Vielleicht können wir ja mal. Josi, hast du gerade Zeit, einen Command zu schreiben? Einfach quasi das, was oben steht. Samsung feiert mit uns Muckel zum Jubiläum. Zur Feier des Tages verlost Samsung einen G60 SD Monitor an euch. Mitmachen mit also mitmachen könnt ihr mit Ausrufezeichen Ticket, Leerzeile 1. Und dann die Nachricht einmal anpinnen. Ich glaube, so ist das am einfachsten, weil dann können alle, die neu reinkommen, können das dann einmal lesen.
Und dann ist es gut. Kommen Pingus noch? Ja, also was wir machen gleich, besprechen wir gleich nochmal, okay? Ich finde es immer ganz schwierig, einen Zoo neu anzufangen. Das ist sehr wahr. Der Anfang ist immer hart. Aber auch cool. Und Blackhead, welcome back. Sind die Besucherzäune auch bekletterbar? Nee, ich glaube nicht. Die kann man nicht bekletterbar machen. Also es geht auch gar nicht. Aber das wäre dann auch schwierig, weil dann würden die hier rausdüsen. Genau. Sehr witzig. Der letzte Follow ist einfach Medium Geroldsteiner. Also ich möchte dich jetzt hier nicht outcallen, aber es ist sehr witzig. Ich hoffe, du trinkst es nicht gern. Nee, ich will jetzt auch nicht Geroldsteiner flamen, aber das ist das Wasser, was... Ich finde den Namen einfach sehr lustig. Deswegen muss ich dich gerade mal hier ins kalte Wasser werfen. Meiner Erfahrung nach hilft bei dem Bug, wenn man eins der kletterbaren Objekte kurz bewegt und kurz auf Play macht. Okay, gucken wir dann auch gleich, wenn wir einmal durch sind, okay? Danke für den Hinweis. Und Jenny, danke für die 39 Monate. Vielen, vielen Dank. Okay, und dann geht man hier durch die Höhle. Da haben wir dann wieder so Mitarbeitersachen. Und dann geht man hier so durch den Berg. Und dann kann man, wenn man Angst hat, kann man da lang gehen. Und wenn man keine Angst hat, kann man durch das Flughundgehege gehen. Hier haben wir ein Flughundgehege, die sind auch so cool. Weil das ist nämlich ein begehbares Vivarium. Und dann seht ihr, sind hier ganz viele Flughunde. Fina, danke schön fürs verschenkte Sub. Und Celi, danke schön für die 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Mit was für einem Modus sollte man beginnen? Karriere, Franchise, Herausforderung etc. Als erstes würde ich tatsächlich die Szenarien spielen, beziehungsweise das ist ja auch so ein bisschen Tutorial-mäßig, weil da kriegt man so die Basics erstmal vorgestellt, wie das Spiel überhaupt funktioniert, weil Planet Zoo ist einer der härtesten Spiele am Anfang. Bei Planet Zoo muss man am Anfang so viel Geduld haben, bis man alles einmal raus hat, weil es ist wirklich nicht leicht zum Einsteigen, weil es so viele Möglichkeiten gibt und man schnell überfordert ist. Und danach, anschließend, würde ich im Sandbox spielen. Alright, alright. Muss kurz sagen, dass ich mich so sehr auf diese Muckeljahreszeiten freue. Same. Ich mich auch. Und Nieframerlöchen, herzlich willkommen. Besonders, bis man alle Shortcuts raus hat, genau. Und die machen einem das Leben halt wirklich viel leichter. So, dann kommt man aber aus der Höhle hier raus und schaut auf diesen wunderbaren, riesengroßen See. Und das ist unser Elchgehege. Richtig geil. Also hier außen haben wir dann so eine Umzäunung drumherum. Und die leben eben an diesem riesengroßen See. Denen ist immer zu warm. Aber jetzt gerade geht's. Also hier leben ein paar Elche drin. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade auch ein Männchen haben. Nee, wir haben tatsächlich kein Männchen gerade da. Aber ist schon okay so. Einschlaftanz hat funktioniert. Anderthalb Mal Shut Up and Dance und das Ding sitzt. Dachte, heute ist ein guter Tag, mal wieder Twitch anzumachen, weil er viel schläft. Und dann sehe ich, dass die Zeit mal wieder gerast ist, wenn es schon das zweite Jahr ist. Gefühlt war es doch gerade erst ein Jahr, wirklich. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Durchhaltevermögen und wie gut alles aussieht. Mir geht es wirklich fantastisch. Wir haben morgen einen Termin, der 2024 zum ultimativ besten Jahr macht. Und als ich diese Woche nicht arbeiten konnte, hat es mir gezeigt, dass es eine gute Entscheidung war, so früh wieder anzufangen. Das ist ein schöner Ausgleich. Kat, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Nachricht. Danke fürs Teilen und ich drücke euch die Daumen für den Termin, was auch immer es sein mag. Und ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich einfach riesig. Krass, wie lange auch einfach die Tour dauert. Voll. Mega. Perfekt, Josi. Traumhaft. Genau, einmal die Josi loben. Athena, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Jana, Hallöchen. Soll ich noch genau schreiben, welchen es zu gewinnen gibt? Gibt es einen... Ja, schreib mal einen Samsung G60 SD Monitor zu gewinnen. Ich kann jetzt mal kurz schreiben. G60 SD. So wird er geschrieben. So, Petra, Hallöchen, schön, dass du auch da bist. Danke, Josi. Lavik, danke schön für die 2 Monate. Und Pink Devil, danke schön für den Sub. Herzlich willkommen im Universum. Halt dich gut fest, schneide dich an und dann geht's ab ins Universum. Und Red Panda, danke schön für die 6 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Komme ich gerade pünktlich zur Verlosung? Die läuft die ganze Zeit nebenbei. Also, ihr könnt einfach dann dran teilnehmen.
wenn ihr noch nicht dabei seid. Genau, und dann geht man hier weiter runter. Also hier kann man auch Pipi machen. Apropos, ich muss gleich auch mal Pipi machen. Und dann kann man hier rein, um in das Ottengehege zu gucken. Hier haben wir nämlich das Ottengehege. Das war unser Gehege, was wir zum ersten Jubiläum gebaut haben. Da haben wir dieses Gehege hier angefangen, das weiß ich auch noch. Das war auch richtig, richtig schön. Irgendwie sieht man die Otten immer gar nicht. Wir müssen mal gucken, wie viele wir hier noch haben. Vielleicht müssen wir da nochmal nachsiedeln. Irgendwie sehe ich gerade gar keinen. Hallo? Ah, hier. Hier ist einer. Hallo? Oh mein Gott! Er ist alleine! Auf gar keinen Fall. Das müssen wir jetzt sofort machen. Auf gar keinen Fall. Wie heißen die denn? Zwergotter? Ja. Auf gar keinen Fall nämlich so! Sieht noch alles besser aus, als ich Erinnerung habe. Danke Gott. Wie sind deine aktuellen Ladezeiten? Geht voll. Also es ist halt immer mal wieder, dass es abstürzt, aber auch nicht regelmäßig. Also Lukas hat mir auch letztens nochmal einen Tipp gegeben, was wir sonst machen könnten, wenn wir da Probleme bekommen. Aber es geht echt voll klar. Ja, ja. Vielen Dank, ihr Lieben. Möchte kurz teilen, dass ich, nachdem sich der Lauf vorgestern richtig scheiße angefühlt hat, heute nochmal meinen persönlichen Rekord auf 5 Kilometer gelaufen bin. Sehr schön, Blackett. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte gestern auch nicht so einen tollen Lauf. Also wir sind auch nicht so eine Riesenrunde, sondern nur eine kleine gelaufen. Aber ich habe ein bisschen Knieschmerzen, was mich nervt. Und ich hatte irgendwie die ganze Zeit Seitenstiche. Keine Ahnung warum. Aber es gehört auch dazu. Ist auch okay. Super, Yossi. Traumhaft. So. Okay. War das jetzt ein Weibchen? Okay. Ich weiß nicht, ob die mehrere Männchen mögen. Ich hole mal das Weibchen einfach noch und dann noch ein Männchen. Und dann können die sich da wild beknattern. So. Und dann geht ihr in Sitzo. Und dann gucke ich jetzt nochmal ganz kurz, was hier steht. Ah, okay. Die sind da eigentlich voll entspannt. Gut, dann können wir ja nochmal ein Männchen dazu holen. Dann holen wir den Kersen auch noch dazu. Zack. Und Esther, Hallöchen. Also ich weiß nicht, kommst du oder gehst du? Aber schönen Sonntag. Schöne Sonntag. Runner's Knee hatte ich auch am Anfang. Dachte, ich muss so lange Pause machen, bis es besser wird. Aber man muss langsam weitermachen und sich nicht zu sehr pushen. Dann wird es wieder besser. Okay. Also mir tut es halt am Innenband. Also innen am Knie tut es mir weh. Aber so, wenn ich mich bewege, tut es nicht weh. Nur wenn ich halt loslaufe. Ist das das? Weil Lukas und ich haben nämlich das Gleiche vermutet. Dass man halt locker weitermachen sollte. Also nicht halt jetzt übertreiben, dass man sich voll pusht. Ich habe auch erst dann noch, ich glaube, 3 Tage Pause gemacht und dann habe ich halt gestern so gedacht, komm, jetzt probierst du es nochmal, aber dann war es wieder den ganzen Lauf. Ja, aber so habe ich mir das jetzt auch gedacht, dass ich vielleicht dann einfach so langsam weitermache. Play Bunny, dankeschön für die 9 Monate. Vielen, vielen Dank fürs Twitch, Baby. Thank you. So, dann haben wir das ja auch. Warte mal, habe ich den jetzt schon zugewiesen? Umverlegung nach Ottengehege. Okay, traumhaft. Super. Genau, aber das war auf jeden Fall das Gehege, was wir letztes Jahr gebaut haben. Und da haben wir eben auch das erste Mal diese Kugel hier benutzt, wo die Besucher dann halt in das Gehege reingehen können, was halt auch super geil ist. Will auch einfach mit dem Joggen anfangen, weil das so viele Benefits hat. Aber ich weiß einfach nicht, wie ich starten soll, da ich bei leichtem Joggen schon echt aus dem Atem komme. Ace, ich sage es dir, lad dir die Runner-App runter und beginn mit Intervalltraining. Das kann ich jetzt auch nochmal hier sagen, weil ich glaube, heute sind ja auch nochmal viele Leute da, die letzten Wochen nicht dabei waren. Das ändert einfach alles, weil dann suchst du den Fehler nicht bei dir, sondern das ist halt dein Training. Du läufst 1 Minute, gehst 2 Minuten. Du läufst 1 Minute, gehst 2 Minuten. Das heißt, du denkst nicht, boah, ich schaffe ja nur 1 Minute, ich bin so ein Loser, keine Ahnung. Also du suchst den Fehler nicht bei dir, sondern das ist halt dein Trainingsplan. Mein erster Lauf war Anfang August. Jetzt haben wir Ende September und ich laufe 5 Kilometer am Stück. 5. Ich bin gestern easy 4 gelaufen. Also es ist
so unfassbar krass. Also wirklich, Intervalltraining ändert alles. Ja, den vor dem Laufen mache ich sowieso. Das mache ich sowieso, aber da habe ich auch gedacht, vielleicht muss ich das noch ein bisschen mehr machen, dass ich noch ein bisschen mehr Fokus aufs Knie lege. Mal gucken. Mal schauen. Und Stabilitätsübungen mache ich auch. Ich gehe auch zum Glück noch ins Gym. Ich arbeite dran. Ich hatte das früher auch mal. Bei mir lag es daran, dass ich immer auf der Ferse aufgekommen bin, habe aber nie, hab's nie rausgefunden, ob ich es geändert habe, weil ich dann Klassiker keinen Bock mehr hatte. Aber ja, das, die Form ist natürlich auch wichtig. Da könnte es bei mir auch dran liegen. Ja. Nee, wir gehen immer noch dreimal die Woche ins Gym. Also momentan mein Plan ist so, montags gehe ich laufen, dienstags gehen wir ins Gym, mittwochs gehe ich laufen, Donnerstag gehen wir ins Gym, Freitag gehe ich laufen und Samstag gehen wir ins Gym. Und auch hier möchte ich jetzt nochmal sagen, ne, das ist natürlich nicht, weil ich möglichst viel Sport machen möchte oder so. Also mir macht es einfach beides gerade unfassbar viel Spaß, vor allem weil Lukas und ich das ja auch mal zusammen machen. Deswegen ist das halt gerade einfach so mein Plan. Und ja, also ich möchte nur nicht, dass ihr denkt, so man muss so viel Sport machen oder so. Ich mache es halt einfach nur, weil es mir Freude bringt. So. Genau. Weiter geht's im Zoo. Wir sind nämlich noch nicht durch, Leute. Hilfe! Ja, die richtigen Schuhe sind auch wichtig, genau. Und da dachte ich halt, vielleicht liegt es daran. Jetzt habe ich aber Schuhe, die mir helfen, weil ich halt nach innen laufe. Deswegen habe ich jetzt Schuhe, die halt da mehr Unterstützung haben. Mal gucken. Naja, okay. Also, da haben wir noch ein Restaurant. Das ist die Krosse Krabbe. Ja, hier haben wir unsere Krosse Krabbe. Und dann haben wir hier die Wombats. Die sind auch so unfassbar süß. Ja, haben wir einen Wombat. Ich glaube, die ist auch gerade eine Single Lady, ne? Ja, genau. Da haben wir beim letzten Mal noch gesagt, die genießt ihr Single Life, aber irgendwann kriegt die auch wieder einen Boy. Genau. Und dann ist hier nämlich die erste Abzweigung, wo man dann zurück zu dem Punkt gehen kann, wo ich euch eben das Waschbärgehege gezeigt habe. Also hier sind die Waschbären. Genau. Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Das zeige ich euch dann später, wo es dahin geht. Boah, ich schwitze irgendwie vor. Ich muss gleich mal hier dazu machen. Ich muss mal lernen, hier reinzuschreiben. Ich antworte immer real zu Hause. Mein Kater ist regelmäßig verwirrt. Ist das süß. Genau, und dann gehen wir weiter und haben hier unser Halsband Pecari und amerikanischer Bison, glaube ich. Ist das richtig? Ja. Gehege, das ist auch ein Mixgehege. Dann haben wir hier einmal diese kleinen Schweinchen und so ein Bison. Auch richtig cool. Also es ist auch so ein riesengroßes Gehege. Also das ist alles eins hier. So drumherum. Und da geht man eben dann wieder zum Eingang zurück. Dann drehen wir uns um. Und also wir sind hier jetzt in unserem afrikanischen Bereich. Dann haben wir hier einmal unsere Erdmännchen drin. Unsere Erdpersönchen, wie wir sie nennen. Ja, sind die Erdpersönchen. Die sind so süß. Der Zoo ist so cool geworden, wenn man auch mal überlegt, wie lange du daran mit uns gearbeitet hast, sollte man sich wirklich auch etwas mehr Zeit lassen beim Planet Zoo spielen. Genau das. Also man muss sich auch überlegen, wie viel Zeit wir da reingesteckt haben. Und das, ne, das halt nicht so von heute auf morgen passiert. Ich glaube, guck mal, da ist sogar ein Baby. Hallo, kleiner Kick. Genau, und dann kann man hier oben die Treppe hochgehen. Und dann kommt man zu unserem riesigen Savannenmixgehege. Das ist ein Savannenmixgehege. Da kann man hier in die Mitte auch gehen und dann kann man von der Mitte runterschauen. Hier haben wir drei verschiedene Tierarten drin. Einmal die afrikanische Netzgiraffe. Nicht afrikanisch, die Netzgiraffe. Dann haben wir die Kaffernbüffel hier drin. Und wenn ich denn dann eins finde, die Zebras. Das sind die drei Tierarten, die wir hier drin haben. Oh Gott, hier passiert.
passieren die ganze Zeit Sachen, ne? Play Bunny, danke für die... Ne, da habe ich, glaube ich, danke gesagt, aber danke nochmal für 9 Monate. Jessie, danke schön für 41 Monate. Steph, danke schön für 2 Monate. Anni, danke schön für 4 Monate. Und Kela, danke für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Weil ich eben im Lurk war, wollte ich nur kurz nachträglich sagen, das Affengehege mit dem Tempel ist ja mal so mega toll. Das hast du in der Phase gebaut, in der ich weniger hier sein konnte. Daher habe ich das jetzt zum ersten Mal gesehen, bin so begeistert davon. Vielen Dank, Sarah. Dankeschön. Das Zebra ist verletzt. Oh ja, weil es ein Außenseiter ist. Ach, ich glaube, weil er ein Männchen ist. Ja, dann geh mal in die Freiheit. Genieß dein Leben auf der Steppe. So, genau. Das ist auf jeden Fall unser riesengroßes Gehege. Und dann kann man eben hier hinten weitergehen. Hier haben wir nochmal so Buden, wo die was kaufen können. Und Toiletten. Und hier haben wir nochmal ein Vivarium drin. 2 Stück, glaube ich sogar. Hier stehen ja auch so ein bisschen im Boden. Genau, haben wir noch 2 Vivarien. Ich muss voll auf Toilette, aber ich will jetzt erst die Dings fertig machen. Die Zootour. Da machen wir Pipi-Pause, Leute. Verletzt, weg. Nee, der war ja halt nicht glücklich, deswegen musst du der raus. Und ich mach kurz erst Pipi, weil sonst rushe ich hier so durch. Ich möchte mir Zeit lassen. Wir machen ganz kurz Pipi-Pause, Leute. Ich bin in 1,5 Minuten wieder da. Grüße. So, ich hoffe, heute ist hier keiner im Gebäude, weil sonst hören die jetzt, was ich hier für einen Quatsch erzähle. Anna, schön, dass du reinschaust und Dankeschön für 60 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Johanna, Dankeschön für die 19 Monate. Und Jana, danke für 39. Vielen, vielen Dank. So, jetzt kann man nämlich weitermachen, weil ich, also sonst hätte ich mich jetzt hier wieder nicht konzentrieren können. So, und dann haben wir da drüben ein Tropenhaus, aber das zeige ich euch gleich, weil das ist so unser Rundgang sozusagen. Hier geht's dann zum weiteren afrikanischen Bereich, da ist noch nicht so viel los. Hier kann man in das Savannenmix-Gehege reingucken, also in die Höhle von denen, finde ich auch richtig, richtig geil. Lea, ganz viel Spaß beim Lesen, schön, dass du da warst. Und dann geht man hier weiter und dann sind hier nochmal so ein paar Shops und hier sind so Toiletten und dann kann man hier rumgehen und dann kommt man zur Bootstour und die haben wir nämlich jetzt vor kurzem erst umgebaut, weil vorher konnte man einfach so hier eine Runde fahren und dann wieder da aussteigen. Jetzt haben wir aber hier drüben noch einen Anleger gemacht, das ist der Pinguin Express übrigens. Und jetzt kann man da eben da aussteigen und da aussteigen, beziehungsweise ein- und aussteigen. Und hier ist dann der Weg, der da lang führt. Da habe ich ja dann eben gesagt, da ist dann auch noch ein Weg. Und ich denke mal, dass wir dann heute hier weiterbauen werden, aber wir werden mal schauen. Hier haben wir noch Toiletten und beim letzten Mal haben wir eben hier das Strandcafé gebaut. Deswegen steht da auch noch, wir bauen Strandcafé. Das ist ein Restaurant, also hier können die dann eben was zu essen besorgen. Und dann kann man hier in den Express
und dann hier einmal rüber schippern. Und hier haben wir auch noch Gehege. Hier haben wir nämlich einmal die Stachelschweine. Die sind auch so süß, finde ich. Hier die Stachelschweinchen. Und das ist so ein eingelassenes Gehege. Das finde ich auch richtig cool irgendwie. Und dann haben wir hier noch eine andere Art von Schweinchen, nämlich die Pinselohr. Genau, die Pinselohrschweinchen. Oh mein Gott, die haben ja auch Babys schon. Ah, so süß, die kleinen Mäuse. Und Becky, danke schon für 6 Monate im Voraus. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Halt dich gut fest, schnall dich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. Nee, es kommt keine Bestätigung. Aber Lina, du hast alles richtig gemacht. Also du bist im Lostopf dabei. Und Lucky, es läuft super. Wir sind immer noch bei der Zootour. Nach einer Stunde, weil ich einfach so lange brauche. Und Josi macht das. Macht dir den Wärmi. Und danke für den Raketenmodus, ihr Lieben. Genau, hier sind die Pinselohrschweine. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Gehege, was hier hinten noch ist. Nämlich unser gigantisches Elefantengehege. Also wenn ihr mal die Skalierung quasi guckt. Also das ist der ganze Zoo. Und das hier ist alles das Elefantengehege. Also das ist so riesig geworden. Und hier haben wir auch schon den guten Eddie. Eddie Elefant, der richtig schön einen abgeseilt hat. Und hier drüben haben wir die Elise. Ich lese jetzt zum ersten Mal Version 1.0. Mach das, Lucky. Ich bin ganz dolle stolz auf dich. Es ist richtig schön. Ja, genau. Also die brauchen halt einfach auch richtig viel Platz. Wir haben natürlich ein bisschen übertrieben. Die haben 21.000 Quadratmeter, aber sie brauchen halt auch fast 5.000. Also es ist schon, da muss man wirklich viel einplanen. Ich muss mal ganz kurz die Rollos ein bisschen runter machen. Eine Sekunde. Weil sonst bin ich so erleuchtet. Hier, guck mal. So. Zurück in meinem Keller. So, so, okay. Genau, und da haben wir dann auch so ein Haus gebaut, wo die dann auch drinnen sein können. Und da oben können halt die Besucher auch langlaufen. Und hier können die dann sich ein bisschen zurückziehen, ein bisschen chillen. Und genau, dann haben wir halt hier so, also hier ist auch noch ein Wasserfall, den man gerade nicht sieht. Da kommt dann der Wasserfall runter und dann können die hier überall so lang düsen und da. Also das ist auch ein richtig cooles Gehege geworden, finde ich. Das war jetzt das, woran wir in den letzten Wochen gearbeitet haben. Also das hat auch über 6 oder 7 Streams gedauert, bis wir das fertig hatten. War gerade die Melodie von Tribute von Farnem, ja. Irgendwie sage ich das dann immer. Und Frau Spatz, Hallöchen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Genau, und das ist das letzte Gehege hier hinten in der Ecke. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Also hier wäre dann der Tunnel, wo man zurückgeht. Denn dann kommt man wieder zum Eingang. Hier haben wir nämlich einen umgestürzten Mülleimer. Hier können die dann nochmal so Snacks und so holen. Und dann geht es in unser Tropenhaus. Das finde ich auch super geil. Da haben wir so ein Glashaus gebaut. Hier unten sind die mittelamerikanischen Tapire drin. Ich glaube, die sind gerade auch... Ja, habe ich mir schon gedacht. Da ist gerade wegen Überfüllung geschlossen. Aber warum? Ist Oreo schon erwachsen? Brownie? Oreo, du darfst in die Freiheit. Ja, du fühlst dich auch gar nicht wohl, ne? Dann geh doch mal in The Freedom. Tschüss! Genau, aber das ist auf jeden Fall alles das Tapirgehege. Also die können hier überall lang düsen und die Besucher gehen eben oben lang. Und dann geht's in das Lemurengehege sozusagen. Also hier sind Katas und Waris drin. Hier ist ein schwarz-weißer Wari, den ich gerade nicht anklicken kann, aber er ist auf jeden Fall da. Und wie gesagt, Katas sind hier drin. Schaut mal hier, hier ist doch eine Auswahl. Hier haben wir Kappa, ein Kata und das sind schwarz-weiße Waris. Und dann haben wir auch noch die roten Waris. Und die können halt hier überall so klettern. Und hier haben wir denen auch noch so ein kleines Häuschen gebaut, dass sie dann hier oben, oh mein Gott, das ist auch ein Baby. Ach, süß. Sie hier oben hin können. Und da haben die noch so einen kleinen Teich. Den finde ich auch richtig süß. Richtig sweet. Niki, danke für die 28 Monate. Und Kosmos, danke schön für die 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Gibt es eigentlich Krebs in Planet Zoo? Ich glaube, es ist noch eine Marktlücke, Pia. Vielleicht sollten wir einen Stand aufmachen. Ja, Nina, hallöchen. Schön, dass du da bist. Genau, und dann geht man halt hier raus. Also dann hat man alles hier sehen. Und dann geht man hier durch die Tür. Haben wir natürlich so eine Sicherheitstür drin. Und dann
ist man bei dem Schandhaufenfleck, den wir auch irgendwann mal am Anfang platziert haben. Und hier geht man über die Brücke und geht nach Hause. Und das war nach einer Stunde vier, meine Damen und Herren, die Zootour, der aktuelle Status des Muggelzoos. Ist das nicht krass? Also, das ist alles, was wir in 2 Jahren gebaut haben. Richtig, richtig cool. Machen wir es nochmal, ich habe es nicht gesehen. Also, Anna, für dich immer gern, ne? Natürlich. Also, richtig, richtig, richtig krass. Genau, und laut Plan Zoo sind es 114 Jahre. Ach ja, und theoretisch, wenn... Ich glaube, Jola hat uns darauf hingewiesen. Oder war es Jona? Ich war eine von den beiden. Dass es nicht ganz richtig ist, aber theoretisch ist das hier Folge 100. Ich habe irgendwann bei den Planet Zoo Streams auf Streamfinity angefangen, falsch zu zählen. Also 2 Folgen sind die gleiche Folge. Demnach ist das hier dann... der falschen Zählung nach Folge 100. Und wir tun einfach so, weil das ist halt jetzt unsere Zählung, weil ich kann ja nicht alle Videos nochmal umbenennen, also alle Titel. Deswegen ist das hier offiziell nicht nur 2 Jahre Muckelzoo, sondern auch Folge 100 von dem Muckelzoo, was ja auch super cool ist. Genau, da ist Jola schon um die Ecke gekommen. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. So nämlich. So nämlich. Ja, aber das ist auf jeden Fall... unfassbar krass. Also wenn man sich überlegt, in 101 Streams haben wir das alles gebaut. Also ist sehr, sehr viel Zeit reingeflossen in diesen Zug. Zoo? Sag ich schon Zug, weil der Zug kommt. Easily, dankeschön. Easily. Dankeschön für dein Prime Sub. Herzlich willkommen im Universum. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halt dich gut fest, schneide dich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. So, jetzt mache ich das... Fenster zu und dann können wir anfangen, ne? Können wir starten. Und danke für eure Raketen, ihr Lieben. So. Ah. Okay. Zack. Also, wie wir am Anfang des Streams schon besprochen haben, ja, rich sind wir irgendwie auch, aber ne, wir hatten das ja schon mal im Regenbogen zu, also den Tag kann man nicht vor dem Abend loben. Das ist ein Planet Zoo. Das ist ein Real Life, ist natürlich jetzt nach dem Stream. Spaß. Also, wir haben, also ich habe mir überlegt, dass ich gerne ein Gehege bauen würde, wo in der Mitte irgendwie eine 2 gebaut ist. Sei es jetzt aus Steinen oder aus diesen Formschnittbüschen. Also ich kann euch ja mal zeigen, was ich meinte. Es gibt hier diese Formschnitthecken. Und daraus kann man ja auch dann sowas bauen. Aber Steine sind natürlich mehr on brand. Dass wir da halt so eine 2 in der Mitte haben, weil, wie gesagt, das Ottengehege, das haben wir halt letztes Jahr gebaut, aber da wüsste man jetzt nicht, dass wir, also da könnten wir uns in 10 Jahren nicht dran erinnern, dass wir genau dieses Gehege gebaut haben. Deswegen fände ich es halt voll cool, wenn wir ein Gehege bauen würden, wo dann in der Mitte so eine große 2 ist, damit wir wissen, das war am 2-jährigen Jubiläum. Wie lange hattest du den davor? Also den Regenbogenzoo hatten wir schon auch lange, aber ich würde sagen, da haben wir nie, also haben wir auf jeden Fall nicht so lange dran gebaut. Vielleicht ein Jahr. Und das war schon auch lang. Aber danach haben wir immer neue Zoos angefangen und dann wieder lange nicht gespielt und so. Genau, und wir hatten halt jetzt überlegt, dass wir gerne die Straußen in den Zoo einziehen lassen wollen würden, weil, das kann ich auch nochmal kurz erklären, für die, die halt nicht regelmäßig dabei waren, wir haben ja am Anfang also wenn wir Planet Zoo starten, immer die Vorhersage, welches Tier im Startbildschirm sein wird. Und eine Zeit lang war das wirklich immer der Strauß. Jeden Stream. Es kam immer der Strauß. Und das war dann schon so eine richtige Revolte hier. Alle standen mit ihren Fackeln da. Und dann tat uns der Strauß irgendwann auch leid. Ne? Weil dann haben wir ihn so vergrault und dann kam er gar nicht mehr. Und deswegen haben wir gedacht, der Strauß muss auf jeden Fall in unseren Zoo irgendwann. So, ne? Weil das ist halt der Iconic Strauß. Deswegen habe ich gedacht, zu diesem Gehege würde dann eigentlich, dass wir zu dieser 2, zu dem Plan mit der 2, würde dann eigentlich richtig gut die Straußen passen. Zweite Option sind halt die Zwergpinguine, aber mit den Zwergpinguinen, also weil die wollen wir ja sowieso schon, beziehungsweise Josi, schon sehr, sehr lange in diesem Zoo haben. Und ich möchte sie auch unbedingt haben, weil ich die super süß finde. Aber das soll halt ein richtig cooles Gehege werden, so ein richtig besonderes irgendwie, finde ich. Also,
Ja, da fände ich das irgendwie voll cool, wenn man sich da halt so richtig was überlegen würde. Und ich glaube, das würde halt länger als einen Stream dauern. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt ein Straußengehege bauen würden, würden wir das auch nicht fertig kriegen. Aber ich finde, der Strauß hat halt schon so einen Legendenstatus, dass wir das eigentlich machen müssen, oder? Was sagt ihr? Bibi, danke schön für die 29 Monate. Und Sophie, danke für die 5. Vielen, vielen Dank. Thank you very much. Kira, danke schön für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Strauß wäre toll. Der Strauß. Oh, okay. Super. Gut, dann sind wir uns ja einig, dann machen wir das Straußengehege. Dann kann ich den Bot anmachen. Dann könnt ihr jetzt auch mal alle sehen, wie toll meine Mods mein Dings da oben ändern können. Wartet. Der Bot ist noch nicht an. Frieda, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's? So. Und jetzt können die Mods nämlich was richtig Tolles machen, dass wir jetzt das Straußengehege bauen. Passt auf. Guckt und lernt. Jetzt schreiben wahrscheinlich so alle auf einmal. Aber mehrfach hält besser. Ne? Ich wollte gerade sagen, doppelt hält besser, aber wahrscheinlich schreiben mehrfach. Also mehrere. Mal gucken. It's the magic. It's the magic, isn't it? Also, das ist immer noch eins meiner Favorite-Sachen. Mimi, vielen Dank fürs Ändern. Sammy, macht das. Bis gleich. So, genau. Sabrina, hallöchen und Dankeschön. Einmal die Mimi loben. Genau, und deswegen können wir jetzt anfangen. Wow, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir werden nun das Gehege bauen. Ja, ist über den Streamer-Bot, genau. Hat der Lucky mir gemacht. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Achso, genau, ich wollte ja nochmal ganz kurz, bevor wir... Also wir fangen wirklich jetzt gleich an, aber ich wollte ganz kurz bei den Affen schauen. Wenn wir das jetzt einmal versuchen, was eben eine Person geschrieben hatte. Ist der Kletterer? Yes. Dass wir den einmal verschieben. Okay. Also sie sagen immer noch, dass es nicht genug wäre. Diese Geräusche im Affengehege sind auch immer so geil. Ups, ja, Entschuldigung. Ah, ich glaube, jetzt ist es verändert. Ich glaube, es hat geklappt. Also es ist immer noch nicht perfekt, aber sie fühlen sich auf jeden Fall jetzt alle wieder wohl und das ist auch weg. Alright! Sehr schön. Weiß gerade jemand auswendig, in welchem Biom der Muckelzoo ist? Ach, wir sind uns immer nicht so sicher. Also es ist auf jeden Fall gemäßigt. Wo sehe ich denn das? Ja, Gäste ist immer... Oh, guck mal, Josi! Ich will mit der Pinguin-Express fahren. Die haben ganz schön viele Mülleimer hier zerstört. Ach, guck mal. Das wusste ich auch noch nicht. Cool. Gemäßigt in Asien. Wo seht ihr das? Woher wisst ihr das? Startseite, aber wo denn? Weiß ich noch? Ihr seid ja, wow! Also, das nenne ich mal eine Community. Eine Community! Hab erst letztens wieder die ersten Videos geschaut. Ja, sehr gut. Okay. Ja, genau. Also, da sind wir auf jeden Fall. Supi, den Affen geht's besser. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz nach den... Nach der, ach so, die ist eh schon abgeholt. Und die Stachelschweine, was haben die? Pflanzen. Was haben die denn jetzt für ein Problem? Warum das dann? Zu viel? Ja, aber ich kann doch jetzt nicht hier meine tollen Bäume rausnehmen. Den kann ich entbehren. Mehr geht nicht. 2% hat das nur gemacht?
Das ist ja aber auch gelogen. Leslie, danke schön für die 18 Monate. Schön, dass du da bist. Hab auch schon einmal alle Planet Zoo durchgesuchtet, immer zum Einschlafen. Und dann habe ich mich auch oft erschreckt, wenn ich meinen Namen gehört habe. Also ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ich kann das immer gar nicht verstehen, dass ihr euch das alle nochmal reinzieht. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ja, keine Ahnung, warum die da jetzt auf einmal so ein akutes Problem mit haben. Denen ging es doch die ganze Zeit super. Ein Ernährungszustand? Ui, Mist. Ist hier kein Wasser, Dönksi? Ja, was macht das Ding denn dann da? Ja, okay. Wir müssen kurz... ich habe eine tolle Idee. Hier haben wir doch auch Möglichkeiten. Dann machen wir doch hier jetzt einfach noch so ein Ding rein. Perfekt. Wie wär's mit einer kurzen Rundtour durch den Zoo zum zweijährigen Jubiläum? Chat. Was sagt ihr dazu? Nee, wir haben gerade zwei Stunden dafür gebraucht. Eine Stunde. Nicht übertreiben, Frau Sumpinity. Eine Stunde dafür gebraucht, dass ich diesen Zoo präsentiert habe. Mach doch mal kurz. Ja. Es geht ganz schnell. Es ist schon krass, wie lange das mittlerweile dauert, ne? Das ist wirklich crazy. Bei Natur wäre ich immer dabei. Oder? So. Jetzt müsste doch das Wasser hier reinigt werden. Super. Guck mal. Dann trink doch jetzt mal was, dass damit dieser Wert dann wieder hochgeht. Und dann haben wir die schon erforscht. Warte. Wie geht das dann nochmal? Guck mal. Kaum ist das Baby raus. Wir haben ja gerade den Tapir ausgewildert. Knattern die direkt wieder los. Hier. Okay. Dann werden wir die mal ganz kurz... Wir müssen da ganz kurz Management machen, bevor wir die Straußen anfangen. Dann werden wir die Straußen mal ganz kurz... Ach, die Straußen sage ich jetzt schon. Die... Na? Stachelschweine. Ganz kurz erforschen. Die Elnora. Die geht jetzt mal forschen. Dann können wir denen nämlich hinterher mal bessere Futterqualität geben. Dann sind die da auf jeden Fall ein bisschen besser gelaunt. Oh mein Gott, aber guck mal, Edu. Da habt ihr gesehen, wie er genossen hat. Oh mein Gott, sind die süß. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Oh mein Gott, da habe ich ganz schön Glück gemacht. Okay. Ah, und Raketen, Leute, wir brauchen Raketen. Feierhart, Hallöchen, schön, dass du da bist. Sammy, danke schön für deinen Sub. Herzlich willkommen im Universum. Halt dich gut fest, schnall dich an und dann geht's ab ins Universum. Ein Waschbär stirbt. Ach, hier passen ja auch schon wieder so. Passieren so viele Sachen, Leute. Wir müssen gleich mal wieder auf Stopp drücken und einfach bauen. Aber ich will ganz kurz jetzt, dass die mal was trinken, damit das hier hochgeht. Trinkt doch mal, ihr Keks! Weil sonst müssen wir hier gleich Strafe bezahlen für diese scheiß Aktivisten immer. Ich brauche es zum Knuddeln. Pia, ich glaube, also hast du schon mal mit einem Igel gekuschelt? Also ich vermute, dass sich das Ganze ähnlich anfühlt. Also es ist nur so eine Idee. Aber ich vermute es. F an Jackie an dieser Stelle. Oh Gott. Oh Mann, oh, das ist ganz schön traurig. Ich möchte das nicht mehr sehen. So. F an Jackie. Wir speichern mal kurz im Zoo und dann wird nämlich gehasselt. Die sind so süß, ich nehme den Schmerz. Ja, manchmal also muss man dann auch einfach mal da durch. Wenn man da ein bisschen um die Ecken denkt, dann schon mal umarmt.
Scheibi, was? Wie? Was? Da bin ich einfach gestorben. Ja, es tut mir auch, das tut mir jetzt sehr leid für dich. Also, dass es ausgerechnet dich erwischt hat. So, wir müssen mal, wartet mal, wir müssen erstmal, also wie viel Platz brauchen, wir müssen uns die Strauße jetzt erstmal, wir müssen Marktforschung machen, Leute. Der afrikanische Strauß, also für die Leute, die gar nicht wissen, von welchem Tier wir sprechen. Das ist der Iconic Strauß, der uns im Startbildschirm schon den ein oder anderen Punkt gekostet hat. Also mich nicht, aber euch. Michelle Hallöchen und Dini Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Genau, was wird als nächstes gebaut? Die Straußen ziehen heute ein. Es wird Zeit. Wir haben da jetzt schon so lange von geredet und heute ist der Tag gekommen. Die Straußis kommen in den Zoo. Ist zwar nicht gefährdet, aber wir wollen natürlich auch den Straußen eine Chance geben. Ich finde die auch eigentlich richtig cool, muss ich sagen. Also in echt habe ich ein bisschen Angst vor denen, weil die sind so gigantisch. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber wir können mal kurz auf die Daten gehen. 2,50 Meter ist ein Männchen groß. Also, ne? Will ich mal kurz sagen. Die sind richtig furchteinflößend. Saskia Hallöchen, herzlich willkommen. Ich bin echt ein Anfänger bei Planet Zoo. Ich wusste nicht mal, dass da Tiere sterben können. Kann man auch ausstellen. Aber wir spielen halt im Franchise und da müssen wir uns das leider anschauen. Wie sie nochmal in die Wunde bohrt. Ja, also ich wollte ja nur mal sagen, ne? Den einen oder anderen Punkt. Ja, aber heute gab es ja auch viel zu gewinnen, ne? Also wer heute nicht gewonnen hat, der ist einfach schuld. Okay, jetzt höre ich auf. Okay, ein Männchen, 7 Weibchen. Mhm. Okay. Alright. Gäste fliehen hier vor. Würde ich so unterschreiben. Wenn wir. Was stand da? 7? Bis, also 1 bis 8. Sagen wir mal, wir haben 7. Ja, schon viel. 1100. Warum brauchen die nur eine 1,25er Begrenzung? Frage ich mich. Das frage ich mich. Also als ich mal Straußen begegnet bin, bin ich nur noch gerannt. Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das verstehe ich. Gut. Alisa, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Vielleicht können die nicht springen. Ja, aber die haben doch so lange Stelzen. Also die müssen auch nur einmal die Beine ausstrecken. Okay, wir müssen uns aber auch mal hier jetzt von dem Lebensraum was durchlesen. Ne? Abgesehen von den Wüsten und Regenwäldern sind afrikanische Strauße auf dem gesamten afrikanischen Kontinent aufzutreiben. Na, inzwischen weltweit verbreitet und werden oft wegen ihres Fleisches, ihrer Eier sowie Federn gehalten. Auch wenn die Art derzeit nicht als stark gefährdet gilt, schwindet ihr natürlicher Lebensraum. Und die steigende Weltbevölkerung sowie die Landumwandlung. Norbi hat da drüben gerade irgendwie so Party gemacht. Führt zum Rückgang bestimmter Unterarten. Also hat doch einen Sinn, dass die hier einziehen. Ne? Gut. Creative, Hallöchen. Und Lara, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Jana hat ein paar Mal die Woche einen Strauß umgegangen. Ja, es gibt ja wirklich Straußenfarmen. In meiner alten Heimat gab es eine Straußenfarm. Also ist halt wirklich so. No joke. So. Okay, das heißt, wir brauchen schon relativ viel Platz und ich finde das, wie das hier so gebaut ist, auch richtig cool. Das heißt, wir können, also ich fände es auch geil. Wie wäre es denn, wenn wir in der Mitte dann so einen Berg hinmachen und da ist dann oben so die 2? Iconic. Iconic. Ich würde sagen, dass wir dann erstmal grob umzeichnen, wie viel Platz wir brauchen. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal... Ist das nicht, gehört das nicht dazu? Ach, scheiße. Machen wir es anders. Wir müssen erstmal den Streichelzoo hier wegbauen. Ah, der Baum kommt einfach mit. So. Das stört mich jetzt. Der Streichelzoo muss mal kurz weg. Ich bin schneller, als die Polizei erlaubt. Nepka, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Bei uns ist auch einem Spreewald. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so selten, wie man denkt, ne? Gar nicht so selten. Möchtest du das Gehege dann heute fertig bauen oder wird das ein längeres Projekt? Mal gucken. Also ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass es nicht so lange dauert, so ein Gehege für die zu bauen. Aber, also, weil ich will jetzt heute auch nicht ewig streamen, weil ich, wie gesagt, ja eigentlich sonntags auch nicht streame und diese Woche auch keine Zeit habe,
unter der Woche, also jetzt morgen zum Beispiel, dann meinen Sonntag nachzuholen oder so. Deswegen, ja, mal gucken. Also ich denke mal so 2 Stündchen oder so würde ich noch machen. Mal schauen, was wir dann in der Zeit schaffen. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder viel zu groß. Wo sind wir denn? Ja, eigentlich würde ich gerne das... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich würde das Wasser gerne mit dran nehmen, aber ich glaube, das Wasser nehmen wir dann bei dem Pinguin mit dran. Mal gucken. Oder wir machen... Können die Straußen natürlich auch hier vorne hin machen, ne? Also hier zwischen. Das würde ja auch gehen. Was würdet ihr sagen? Sollen wir die eher hier hin machen, die Straußen? Also den Weg würden wir dann wegmachen. Dass die hier zwischen so sind. Das würde den Raum dann halt nochmal füllen. Oder dass wir das hier, also dass wir hier machen. Sonntag gibt es doch Zuschläge. Ja, also wenn man so demnach geht, gab es heute auch Zuschläge, das stimmt. Wie ihr Party gemacht habt. Okay, also ich glaube, alle sagen einfach dazwischen. Alright, okay. Finde ich aber auch gut. Weil dann wird der Raum auch mal schön gefüllt. Und dann können wir halt den Bereich wirklich nutzen für die Pinguine. Ich glaube, das wird richtig geil. Josi, bist du schon aufgeregt? Schön, freut mich. Hier machen wir dann einfach... So, das mal alles weg. Zack, 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 zack. Sehr. Josi wird die nächsten Wochen einfach nicht schlafen können. Zack, 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 zack. So. Kann mich kaum halten. Also irgendwie höre ich da ein bisschen Ironie raus. Ne? Das ist ein bisschen frech. Oh. Bordstein. Okay. Habe ich einen Winker? Nee. Dann machen wir nämlich hier den Weg jetzt einfach fröhlich hier rüber. Auch mal ein bisschen. Kann auch mal so da was sein. Dann kann hier hinten nämlich auch vielleicht der Eingang einfach zu dem Straußengehege sein. So. Dann ziehen wir jetzt mal die natürliche Barriere von mit diesem durchsichtigen Tool und gucken dann mal, also müssen wir, könnt ihr jetzt schon mal brainstormen, was wir da gut nutzen könnten. Also als Rückseite können wir natürlich einfach das Gehege der des Affen, des Savannenmix-Geheges nehmen. Da haben wir dann ja schon mal eine Abgrenzung. Plus. Nee. Ja, aber das ist dann das. Und das auch. So. Zack. Imagine, ich kann aus einem doofen Grund nicht dabei sein. Josi, ich würde niemals das, also wirklich jetzt, das meine ich ernst, ich würde das Pinguin-Gehege nicht anfangen, wenn du an dem Tag nicht kannst. Also, das würde ich wirklich nicht tun. Ernsthaft. War keine Ironie, nee, alles gut. Bin es inzwischen so gewöhnt, Planet Zoo meist auf YouTube zu gucken, dass ich fast vergessen habe, dass ich in den Chat schreiben kann. Ach, das ist so schön, dass wir heute den Tag zusammen haben. Das macht mich echt happy. Und Fienchen, Hallöchen, herzlich willkommen. Wie war es eigentlich letztens im Phantasialand? Richtig toll. Habe ich gestern nochmal Lukas Mama und seiner Schwester erzählt. Ach, wir waren gestern zusammen in der Stadt, das war ganz toll. Richtiger Girly-Nachmittag. Haben natürlich Matcha Latte getrunken. Die beiden haben zum ersten Mal Matcha Latte getrunken. Die müssen sich noch dran gewöhnen. Aber sie fanden es auch ein bisschen lecker. Aber Lukas Mama hat auch gesagt, schmeckt auch ein bisschen wie Kuh auf der Wiese. Aber wie bin ich denn jetzt drauf gekommen? Ach so, dass ich nochmal erzählt habe, wie schön es war. Nee, war einfach richtig, richtig toll. Es war der perfekte Tag, auch vom Wetter und so. Also es war einfach ein richtig schöner Tag im Phantasialand. Nee, ich mache Matcha Latte nicht zu Hause, nee. Ich habe den bis jetzt immer gekauft. Weil ich möchte halt auch irgendwie, dass es noch so ein Treat bleibt. So was Besonderes.
weil, also klar, wenn man sich das zu Hause macht, ist das auch gerade Matcha, da muss man sich ja bewusst Zeit für nehmen und so, und dann ist das ja auch irgendwie, hat das ja auch was Entschleunigendes, aber ich finde es halt richtig schön, dass ich dann halt so, ne, wenn ich dann in der Stadt bin und dann, keine Ahnung, habe ich ja vorher vielleicht noch ein Buch gekauft oder gestöbert oder was weiß ich, und dann hole ich mir dann halt noch so ein Matcha Latte und dann ist das Leben schön. Wir haben viel vor. Wir werden viel vorhaben mit Lea. Es ist halt true. Also es ist so wahr. Das wird prall, ein prall gefüllter Tag. Das sah so lecky aus. Hab's noch nie probiert. Will's unbedingt mal machen. Also, ja. Es ist halt so eine, es ist halt Geschmackssache, ne? Also die einen finden es richtig lecker und die anderen, also ich habe den beiden gestern auch nochmal gesagt, bei mir ist es halt auch nicht so, dass ich es nur mag, weil es jetzt gerade hip und trendy ist, sondern ich finde es halt wirklich richtig lecker, aber ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, nee, schmeckt mir nicht. Kann ich auch total verstehen. Ich finde es so schön, dass du dich so gut mit Lukis Family verstehst, das ist wirklich was Tolles. Ich bin auch so unfassbar dankbar für, also ich hätte es mir echt nicht schöner erträumen können. Also, ja, auch mit seiner Schwester und so ist es einfach richtig schön. Also auch, weil ich ja hier in der Stadt nicht so viele Leute habe, also nicht so viele Leute kenne und meine eigene Familie ja auch eben fast 2 Stunden weg wohnt, und dann ist es halt sehr schön, wenn man dann quasi eine Zweitfamilie hat. Das ist schön. Feierhard, Dankeschön für die 4 Monate. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das schon gesagt habe, aber deswegen doppelt hält besser. Aber Melli ist noch dazu gekommen. Dankeschön für die 33 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Cozy, Dankeschön für die lieben Worte. Thank you! Wo trinkst du deinen Matcha Latte immer? Entweder bei Deppe, also bei Deppe finde ich den eigentlich am besten, oder direkt daneben bei Paper and Tea. Nur da ist der halt sehr teuer. Da kostet er einfach 8 Euro. Aber der schmeckt auch sehr lecker. Und ja, bei Deppe schmeckt er auch richtig gut. Und beim Venue soll der auch richtig gut sein. Da war es aber gestern auch rappelvoll, deswegen sind wir da nicht hingegangen. Aber den habe ich noch nicht getrunken. Ich finde, Matcha selber zu machen, muss man auch können. Habe einmal bei jemandem Matcha-Tee getrunken und das war wirklich wie Kuh auf der Wiese. Ja, und da hat es ja auch wirklich mit Qualität zu tun, ne? Also, wie der schmeckt. Oh. Gut, also dieses Gehege ist nun 4000 Quadratmeter groß. Sagen wir, wir gönnen den Straußen. Warte mal, könnten wir theoretisch einen Mix da draus? Oh! Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, meine lieben Leute. Also die haben wir ja schon, Kaffernbüffel haben wir schon und Steppenzebra haben wir schon. Machen wir da ein Mixgehege hin? Deppe gibt es in Paderborn, geht er heute Nachmittag noch mit einer Freundin hin. Ja, dann, wenn ihr da hingeht, probiert das mal. Und falls es da den Banane-Walnuss-Kuchen gibt, probiert den auch mal. Der ist so lecker. Richtig gut. Die Esel sind schon sehr, sehr süß, ne? Aber ich finde, die Esel passen noch so ein bisschen, oh mein Gott, mal sterben tot. Ein bisschen mehr so in die Wüste, oder? Lebt in der Wüste und Halbwüsten Somalias. Weil wir wollen ja auch nochmal einen Wüstenbereich machen. Das kommt auf jeden Fall auch noch. Ah, die Warzenschweine, ja. Ich habe gerade überlegt, wo sind denn hier Pumbas? Ich fände halt so Gazellen eigentlich auch ganz süß. Ich muss mir mal kurz so ein Gehege vorstellen. Wenn da so Straußen sind, oder so eine Säbelantilope ist natürlich auch sehr geil. Wir können da natürlich auch noch 2 verschiedene Arten reinmachen. Dass wir sagen, wir nehmen die Säbelantilope. Ja gut, die mögen niemand anderen. Man muss halt immer gucken, dass die sich dann alle auch verstehen. Und wenn wir jetzt sagen würden, die Thompson-Gazelle, da könnten wir die Rappenantilopen mit reinmachen oder die Weißschwanzgnus. Was sagt ihr zu... Ja, ich finde die Esel auch super süß, aber guck mal, Riviera hat jetzt auch geschrieben, der Esel mag fast gar keine Pflanzen, der passt besser in den Wüstenbereich. Und wenn wir jetzt hier so kaum Bäume und so hinmachen würden, das fände ich jetzt nicht so toll. Da machen wir dann lieber nochmal einen extra Bereich. Also was sagen wir zu Strauß,
Gnu und Gazelle? Wie viel Platz brauchen denn die Gnus? Ja, schon auch. Ja, geht aber eigentlich. Wenn nicht so viele reinmachen. Nicht gerade 31. Ja, aber Schweine haben wir jetzt schon relativ viele. Also wir haben die Halsband-Pekaris, wir haben die Stachelschweine und die Pinselohrschweine. Wenn wir jetzt dann auch noch die Warzenschweine mit reinnehmen. Ja, genau, wir nehmen Jasmin mit in unseren Zoo. Also es sind 4480 Quadratmeter. Das sollte eigentlich passen. Und falls es nicht passt, können wir ja nochmal umplanen, dass wir doch nicht die Gnus mit reinnehmen, sondern dann vielleicht die Rappenantilope, weil die glaube ich... Oh. Achso, bei 7. Aber ich brauche trotzdem mehr Platz. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay. Ja, dann lassen wir die Größe so und machen da ein Mixgehege draus. Das ist doch eine super Sache. Dann machen wir das so. Oh, Käse. Sind die Warzenschweine nicht noch voll anstrengend? Also ich weiß nur noch, dass sie mir dauernd abgehauen sind, diese kleinen Schweine, als ich die mal hatte. Diese kleinen Schweine. also die Babys. Die sind mir immer abgehauen. So, und dann habe ich halt gedacht, dass wir vielleicht... Ach, der Baum ist ja auch so geil. Dass wir hier so in der Mitte so eine Erhöhung dann irgendwie machen. Also erstmal können wir es vielleicht ein bisschen aufrauen, das Gelände. Also es ist ja trotzdem irgendwie eine Savanne, aber das so ein bisschen grob ist. Ein bisschen glätten nochmal. So. Und dass wir dann irgendwie hier in der Mitte so einen Hügel haben. Wie immer gilt, trust the process, ne Leute? Welche sind denn diese Schweine, die man am Anfang immer hat? Komme gerade nicht auf den Namen, aber die waren so anstrengend. Die Schweine, die man am Anfang immer hat? Ich bin mal Pfauen am Anfang. Also ich hatte bisher jetzt nur die Warzenschweine. Ich weiß nicht, was du... Meinst du Erdferkel? Ja genau, Gaming Fox schreibt es auch gerade. Ja, du meinst die Erdferkel. Weil die sind wirklich anstrengend. Die sind so krass schnell. Also ist natürlich, ne, valid. So, die dürfen auch gestresst sein. Ist ja in Ordnung. Aber die waren immer so gestresst. Wie wäre denn so eine Kuppe? Also, dass die von der Seite so da hochgehen können. Und hier oben ist dann so die 2 drauf. Ich glaube, das ist cool. Und dann ziehen wir jetzt noch ein bisschen weiter hier rüber. Medi, dankeschön für deine 43 Monate auf Stufe 2. Vielen, vielen Dank. Thank you. Aber die Erdferkel sind trotzdem so süß. Also die würde ich auch gerne irgendwann nochmal mit reinnehmen. Aber sind auch sehr anstrengend. Muss man halt einfach sagen, wie es ist. So, also es darf natürlich auch nicht zu steil sein. Ja, die sollen da ja auch oben drauf stehen können. Dass da oben dann so ein Strauß steht. Oh, Leute. Holt die Raketen raus. Raketen raus. Raketen raus. Für Jenny. Vielen, vielen Dank für deinen Sub, Jenny. Halte dich gut fest, schneide dich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für deinen Sub. Thank you very much. Und Stich, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Vivi, Hallöchen. Guten Tag, guten Tag. So. Wir glätten ein wenig. Und der schöne Affenbrotbaum steht hier auch wunderbar rum. Dann fände ich es natürlich ganz cool, wenn wir ja auch noch ein bisschen Wasserflächen hätten. Ich glaube, das machen wir dann hier vorne so hin. Dass die dann hier so ein bisschen Wasser haben. Auch nur so ein bisschen, weil die brauchen, glaube ich, alle. Obwohl die Gnus, schwimmen die gern? Brauchen die Water? Nö. Okay. Mm-mm-mm.
würde so gern laufen gehen, das Wetter ist einfach perfekt, aber hab das Gefühl, ich werde krank. Nee, dann lass es auch lieber, Athena. Sonst geh doch spazieren. Ist doch auch voll schön. Ja, guck mal, vielleicht muss es ein entspannter Spaziergang werden. Ich sollte zu Ende lesen. Das ist doch auch schön. Hab wegen den Erdferkeln in meinem Zoo ausgestellt, dass die gestresst sein können, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe und mich das so dolle genervt hat. Die sind wirklich so unfassbar anstrengend. Das ist leider so. Der Zoo wurde schon gezeigt, ja. Wir haben eine riesengroße Zootour gemacht, die eine Stunde lang gedauert hat. So. Aber ihr könnt ja einfach den Anfang sonst nochmal angucken. Mach immer aufrauen, glaube ich, dann stehen so coole Bereiche. Das stimmt, habe ich ja gerade auch noch gemacht. Aber jetzt habe ich schon wieder sowas Spezifisches im Kopf, was ich leider nicht aufrauen kann. So finde ich, glaube ich, ganz cool. Und dann würde hier oben so die 2 draufstehen. Ach, mir fällt schwer, das zu sagen, aber der Affenbrotbaum muss, glaube ich, gehen. Er passt gerade nicht hier rein, Leute. Ich sag's, wie es ist. Er passt gerade nicht. Die Erdmännchen sind bei mir auch die ganze Zeit gestresst. Ja, also da würde ich empfehlen, einfach also diese Dinger hier zu machen, dass die halt nicht rausgucken können. Dann geht's eigentlich. Und diese Rückzugshöhlen, ne? Also, obwohl ich glaube, die buddeln die sich selber. Freue mich jetzt schon, dass, wenn das Video auf Streamfinity ist, dann kann ich es immer posten für die Tour, ja true. Und ich habe schon einen Titel und einen Thumbnail. Das fällt mir bei den Videos immer richtig schwer. Okay. Vielleicht können wir dann da auch einfach mal einen Command für anlegen, ne? Wenn dieser Stream online ist. Das ist doch eine super Idee. So. Deine Haare sehen super heute aus. Dankeschön, Nebka. Ich habe tatsächlich, also das sind Überbleibsel von gestern. Also ich habe die nur gekämmt. Aber Dankeschön. Es wurde noch nicht ausgelost. Nee, das dauert auch noch ein bisschen. Michelle, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du jetzt noch ein bisschen reinschauen kannst. So, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir halt die Barrieren gestalten. Ich finde das hier in Afrika irgendwie voll schwer. In den anderen Bereichen fiel mir das nicht so schwer. Weil da haben wir halt irgendwie viel mit so Flüssen und so gearbeitet. Ich meine, eigentlich können wir das bei denen auch machen, ne? Obwohl, ich weiß nicht, wie weit die... Was brauchen die denn alle für Begrenzung? Grad 2? Was hatte ich jetzt noch gesagt? Wer kommt da mit rein? Die Gazelle, ne? Die können bestimmt weit springen. Ich sehe schon wieder kommen. Der Netzstar-Stream am Freitag war auch so schön. Mir hat es so viel Spaß gemacht. Also es war richtig, richtig toll. Vivi, die Schuhe habe ich einfach mal bei About You gekauft. Also es ist keine bestimmte Marke. Könntest du da die Hütte von dem abgrenzenden Gehege weitermachen? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir tatsächlich einfach hier jetzt so eine Wasserabgrenzung machen. Dass wir hier quasi wie ein... Wie nennt man das nochmal? Was so um eine Burg ist? Ein Burggraben machen. Weil ich glaube, dass sie da jetzt nicht drin schwimmen würden, oder? Nur das Problem ist natürlich, dass das nochmal viel Platz wegnimmt. Aber im Endeffekt machen wir sonst halt nur die Gnus und die Strauße rein. Also die Gazellen finde ich auch süß, aber da können wir ja
auch nochmal ein anderes kleines Gehege reinmachen. Wenn wir wirklich nicht genug Platz haben, was ich nicht glaube. Ja, also es wäre schon super, wenn ihr für die Auslosung im Stream da seid. Aber so spät werde ich auch nicht streamen. Also ich habe ja gesagt, noch so ja, 1,5, 2 Stündchen würde ich noch machen. Aber wir streamen ja schon 3 Stunden. Wo ist die Zeit hin? Ja. Also ich würde sagen, die Auslosung ist in der nächsten Stunde. Sagen wir mal so. Ich glaube, das ist ganz gut, ganz fair. Dann haben wir alle die Chance gehabt, mitzumachen. Für die Verlosung, Ausrufezeichen, Ticket, Leerzeile 1. Und Anna, lass dir dein Bananenbrot... Ah, nee, backen. Okay, viel Spaß beim Bananenbrot machen. So, wollen wir das mal ausprobieren mit dem Wassergraben? Ich weiß nicht, ob es schön wird und ob es funktionieren wird. Aber wir probieren das jetzt, glaube ich, einfach mal. Und wenn da steht fehlgeschlagen, dann seid ihr schon im Topf drin. Das passt perfekt. Suppi. Ja, Pia, du streamst heute auch noch, ne? Ich glaube... Ja, ja. Huch. Ja, wir müssen das nochmal wegmachen. Wir können ja gucken... Also wir müssen ja nicht alles so machen, aber dass wir vielleicht zum Beispiel hier diese Fläche daraus machen. Nur ich weiß nicht, wo kommt diese Quelle denn dann her? Egal, es muss nicht immer alles Sinn ergeben, Frau Sinfinity. Sophie, dankeschön für die 33 Monate. Und der Bea, dankeschön für 20 Monate. Vielen, vielen Dank. Der Topf muss ganz schön groß sein, damit wir alle reinpassen. Ja, aber ich kann es auch verstehen, dass das gerne alle mitmachen wollen. Das ist wirklich krass. Also, wer es nicht mitbekommen hat, es steht ja auch oben im Command und so, aber Samsung verlost einen G60 SD-Monitor an euch und es ist einfach unfassbar crazy. Deswegen macht unbedingt mit. Ausrufezeichen, Ticket, Leerzeile 1. Ich finde es auch richtig schön, heute noch dabei sein zu können. Richtig gemütlicher Start in den Tag. Das freut mich, Pia. Freue mich, dass du da bist. So. Dann machen wir hier noch so ein bisschen Steine und so hin und da kommt halt dann das Wasser raus. Heidichen, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und Umbärchen, schön, dass du reinschaust. Dankeschön für die 37 Monate. Vielen, vielen Dank. Wir müssen den Baum einmal kurz verschieben. Imagine, das würde man so in Real Life machen können, wenn man irgendwie Bauarbeiten macht oder so. Verschiebt man kurz den Baum. Also von der Größe meine ich. Mit kleinen geht das natürlich. Wie können denn schon 3 Stunden um sein? Das denke ich mir auch. Also ich habe mich wirklich gerade gefragt, wie schon 3 Stunden um sein können. Es ging ja so schnell. Also einfach wundertoll. Wundertoll ist es mit euch. Ich glaube, das hat man früher immer gesagt. Wundertoll. Wir nehmen den Baum und schieben ihn woanders hin. Als du in einem der letzten Streams erzählt hast, dass es eine ziemlich große Verlosung geben wird, habe ich auch ganz kurz an Samsung gedacht und dann so, nee, das wäre echt zu krass. Well. Ja, voll cool, oder? Also, ich bin auch so froh, dass das geklappt hat und Samsung da auch so Lust drauf hatte. Also, diese Kooperation ist halt auch einfach so schön, weil die auch gesagt haben, hey, wir wollen, dass Nina unser Produkt in ihren Content einbaut. Also, oft ist es halt so, dass die Kunden dann irgendwie strikte Vorgaben haben, so, ja, das ist hier unser Produkt, bau deinen Content um unser Produkt so. Also quasi, dass ich meinen Content anpassen muss, damit es passt so. Und die wollen halt ganz gezielt, dass ich das einfach ganz authentisch quasi bei mir platziere und eben durch sowas hier, dass die einfach das Jubiläum sponsern. Das finde ich so unfassbar cool. Und ja, macht einfach dann nur noch viel mehr Spaß. So ja, auch das Reel, was ich letztens gepostet habe. Da hatte ich auch so viele Freiheiten mit der Ideenfindung und so. Da kommt auch bald nochmal eins. Es freut mich auch so, dass es bei euch dann auch immer so gut ankommt.
Weil so macht das Ganze halt einfach unglaublich viel Spaß in der Backen. Sind wir nicht erst 20 Minuten hier, wirklich? Find's auch so schön, dass es trotz der ganzen Aktivität heute im Chat so schön muckelig ist. Voll. Und das zeigt auch wieder, dass es halt an der Community liegt und nicht an der Menge von Leuten oder keine Ahnung. Also, ihr seid halt einfach Muckelmäuse. It is, wie es ist. Janina, danke schön für die 9 Monate. Vielen Dank fürs Twitch-Baby und vielen Dank für das anonym verschenkte Sub. Vielen, vielen Dank. Wenn bei euch steht, dass ihr fehlgeschlagen, also das fehlgeschlagen ist, dann seid ihr im Lostopf. So. Ah, guck mal, die Melli hat auch nochmal was geschrieben. Lest euch das gerne auch nochmal durch. Was die Melli geschrieben hat. Danke dir. Das ist so schön und so sollte doch eine schöne Kooperation sein, oder? Ja, voll. Und das schätze ich halt auch so, dass auch so eine Riesenfirma wie Samsung da eben nicht so sagt, so, ja, wir sind eine große Firma, deswegen musst du dich nach uns richten, sondern halt so sagt, hey, ne, hast du Bock auf eine coole Kooperation? Und sie dann halt auch noch so was Krasses raushauen. Also es ist einfach toll. Einfach richtig, richtig toll. Bin so stolz auf dich, Amin Samsung. Ja, also man verinnerlicht das auch nicht so richtig. Also ich kann das gar nicht verstehen, dass das das gleiche Samsung ist, wo unser Fernseher von ist, der bei uns zu Hause an der Wand hängt. Also, dass ich halt mit so einer riesengroßen Marke zusammenarbeite, das ist out of my mind. Also, das kann man gar nicht verstehen irgendwie. Ja, ja. Eigentlich brauchen wir auch ein Maus-Emote, eine Muckelmaus eben. Ja, meistens ist es ja sogar besser, wenn ich mehrere Emotes in Auftrag gebe. Dann kriege ich meistens nochmal so einen Paketpreis. Also wenn ihr noch Ideen habt, also so ein Maus-Emote finde ich auch richtig süß. Oh mein Gott, ich habe eine super süße Idee. Quasi mein Emote, also wie ich da aussehe, mit so einer Cappy, wo dann aber so Mausohren irgendwie dran sind oder so. Also dass man selbst halt zu einer Maus wird. Versteht ihr, wie ich meine? Oder halt mit so Mausohren. Also das wie so ein Haarreif. Oder irgendwie so. Ich versuche das mal auf Englisch zu formulieren. Mein Emote-Creator ist ja... wo kommt der denn nochmal her? Also er spricht auf jeden Fall kein Deutsch. Deswegen kommunizieren wir immer auf Deutsch. Ach, oh mein Gott. Auf Englisch! Da muss ich das immer richtig formulieren. Ich hab ein bisschen gescrollt. Aber hier werde ich eh noch Steine drüber machen, deswegen muss das, glaube ich, gar nicht so glatt sein. Und dann ist das, glaube ich, von der Höhe schon voll gut. Dann haben wir halt hier schon mal eine ganze Seite natürliche Barriere. Was natürlich sein kann, ist, dass die von hier dann rüberspringen würden. Aber wenn wir das hier vielleicht auch noch ein bisschen mit Steinen ausstatten, könnte das halt auch schon verhindert werden, dass sie da lang düsen. Madame Mina, danke noch für die 10 Monate. Und Sherry, danke für 24. Vielen, vielen Dank. Bei deiner starken Community ist es auch kein Wunder, wenn auch große Firmen mit dir arbeiten wollen. Ja, aber man... Also ihr wisst ja, ich butter mich gerne mal unter, so. Also ich verstehe das immer nicht, was, also womit ich das alles so verdient habe und wie krass ihr eigentlich seid. Also ich weiß, ich sollte langsam mal sagen so, hey, ich weiß, dass ihr heftig seid, aber es überrascht mich halt trotzdem jedes Mal wieder. Also ne, so Gamescom und sowas ist es halt einfach immer wieder das Gleiche. Aber Nina, eigentlich ist das schon so, dass wir alles blind kaufen, was du empfiehlst. Ja, und deswegen ist es natürlich auch immer eine große Verantwortung, was ich so bewerbe, weil ich weiß, dass sobald ich sage, dass mir etwas gefällt, dann seid ihr ja schon on the way zum Warenkorb. Ja, aber es ist natürlich, es ehrt mich sehr. Nee, ist doch, ja, kann man glaube ich in dem Zusammenhang so auch sagen, dass ihr mir so vertraut.
Ja, genau. Eigentlich so wie der Norbi-Emote. Ja, eigentlich genauso wie der Norbi-Emote. Nur dann halt als Maus. Ich glaube, das ist gut. Liegt aber auch einfach an dir und der Atmosphäre, die du hier schaffst. Es ist, wäre nicht so eine tolle Community, wenn du nicht so viel Wert darauf legen würdest, wer hier ist, wie man sich verhält und was du teilst. Man merkt einfach, dass es dir um Werte und Personen geht und nicht um Geld oder Ruhm. Und das ist so authentisch und einfach echt. Und dadurch ist es hier so ein toller Safe Space, den du uns zur Verfügung stellst. Ach, Sarah. Vielen Dank für die lieben Worte. Das bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Und ich versuche es auch immer so anzunehmen, aber es fällt mir trotzdem voll schwer, das so wirklich mitzunehmen, weißt du? Also, dass man so denkt, sie spricht gerade über mich und das, was ich geschaffen habe, sage ich mal. Aber ist immer krass. Und Alex, 2 Jahre Wuckelzoo. Can you believe it? Es ist so crazy. Es ist so crazy. Oh, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ein Pinguin-Emote für die Josi. Ja, wenn wir dann Pinguine haben, dann schauen wir mal, was die für einen Stellenwert dann bekommen, ne? Spaß! Lady Skittle, danke schön für die 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. Der Emote mit Mausohren würde auch voll gut zu Muckelmaus passen. True. Dass wir den Cozy-Emote so ein bisschen überarbeiten, ne? Oder so halt eine zweite Version davon. Müssen wir ja nicht rausschmeißen. Ich habe, glaube ich, hier noch Slots frei. Hör auf, dich unterzubuttern. Du bist eine Bauermaus und hast das alles verdient. Ach, hör doch auf. Ihr seid süß. Ihr seid wirklich richtig süß. Nee, das bedeutet mir nach wie vor unfassbar viel. Und bin auch wirklich, wirklich, wirklich stolz und dankbar für all das hier. Ja. Also ich merke es halt auch immer, wenn ich mit anderen so darüber spreche. Wir haben jetzt am Freitag, habe ich auch wieder neue Leute kennengelernt. EdoP, so ein cooler Mensch. Also alle anderen waren auch super cool, aber mit ihm habe ich mich auch noch länger unterhalten. Und ich habe so das Gefühl, ja, Edo ist wirklich großartig, aber ich hatte halt auch so das Gefühl, dass wir so vom, wie wir das Ganze sehen, sehr ähnlich sind. Also so vom, wie wir, also welchen Blick wir auf das Ganze haben, auf das ganze Online-Dasein und so. Und es war halt sehr, sehr spannend, sich auch mal mit ihm auszutauschen. Und da habe ich halt auch so ein bisschen erzählt. Und während ich dann immer so erzähle, merke ich immer so, boah, das ist echt schön, was ich mache und was ich so erreicht habe und was ich so immer tue und ja, weiß nicht. Ja. Na, Amaya und Awi gibt's. Einen Katzen-Emote haben wir schon. Ich wurde vorhin in einem Real-Life-Stream sehr krass beleidigt, weil ich gesagt habe, dass ich es nicht gut finde, dass so viele Kinder im Hintergrund zu erkennen sind. Das setzt mir noch nach. Ja, und darüber haben wir dann auch geredet, dass es dann immer Wahnsinn ist, wie sehr man doch in seiner Blase unterwegs ist. Weil man, wenn man dann woanders ist, merkt man immer erstmal, wie es auch sein kann. Yeah. Hallo, ihr Süßmäuse. Oh, das ist ja so schön, dass ihr da seid. Ich freue mich so. Hallöchen, Dodo, danke schön für deinen Raid. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen ganz, 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 ganz tollen Stream bei Dodo. Ich glaube, ihr wart heute nochmal Bewohnerhunten. Kann es sein? Oder habt ihr es dann doch nicht gemacht? Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich riesig. Und Dodo, danke auch für deine 30 Monate schon. Ich bin die Nina. Hallöchen. Und wir spielen heute, ich kann es gar nicht glauben, dass ich das sage, ich fange nochmal von vorne an. Wir spielen Planet Zoo in unserem Zoo, den wir vor 2 Jahren angefangen haben. Bewohnersuche, okay, sehr cool. Und seitdem jede Woche bespielen. Also wir bauen seit 2 Jahren an diesem wunderbaren Muckelzoo. Also der ist mittlerweile auch schon sehr, sehr groß. Und ich glaube, ihr könnt das gerade auch von Dodo nachvollziehen, weil ihr ja auch immer so große Projekte macht, wenn ihr dann da irgendwie eine neue Insel und so anfangt zusammen.
Deswegen kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wie viel einem sowas bedeutet. Und das ist halt heute unser Zweijähriges. Also wir haben Jubiläum und deswegen feiern wir zusammen. Wir haben auch eine super coole Verlosung am Laufen. Also ich weiß jetzt nicht, ob jeder teilnehmen kann, wenn ihr gerade erst reingefolgt seid. Aber versuchen könnt ihr es auf jeden Fall, weil der Stream nämlich von Samsung gesponsert ist, was unfassbar crazy ist. Und darüber haben wir nämlich auch gerade geredet. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen surreal. Ist, dass ich mit so großen Firmen zusammenarbeiten kann. Ich bin heute ein bisschen durcheinander, weil wir haben schon so viel Party gemacht und es ist einfach alles so emotional. Also ihr könnt diesen Monitor gewinnen, das ist der Samsung G60 SD Monitor, 27 Zoll. Unfassbar krasses Teil. Also ihr seht schon, einen Wert von 850 Euro. Also da hat Samsung wirklich einfach auch gegönnt. Das kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Und mitmachen könnt ihr mit Ausrufezeichen Ticket, Leerzeile 1. Dann seid ihr im Lostopf dabei. Und wie gesagt, es kann sein, dass ihr nicht teilnehmen könnt, weil das halt, weil es ja mit diesem Punktesystem von Stream Elements, wenn man halt da noch nicht lange genug zugeguckt hat. Aber versuchen kann man es ja. Genau. Und falls ihr, so jetzt aber zu Dodo. Falls ihr Dodo noch nicht kennt, von meinen Zuschauern, dann solltet ihr da auch ganz, ganz, ganz unbedingt vorbeischauen, weil sie ist auch einfach so eine unendlich tolle Person. Also das habe ich ihr auch schon im Real Life auf der Gamescom gesagt, dass ich einfach, also es gibt so Menschen, da merkt man einfach, dass sie Content kreieren, weil sie es lieben und nicht nur, weil sie irgendwie einen Drang haben, möglichst erfolgreich zu werden oder, keine Ahnung, möglichst bekannt zu werden oder was weiß ich. Und Dodo ist so ein Mensch, wo man einfach merkt, dass sie mit 100% Herzblut hinter der ganzen Sache steht und Content kreiert, weil sie es liebt, weil sie das alles mit so, so, so viel Liebe zum Detail macht und eben nicht nur streamt, sondern auch auf jeglichen Social-Media-Accounts, sowohl YouTube als auch TikTok, Instagram und was weiß ich nicht alles. Deswegen müsst ihr da wirklich einmal reinfolgen, wenn euch Cozy Content interessiert. Weil sie genau das thematisiert. Also alles zu den neuesten Cozy Games und so. Und ja, dann müsst ihr einfach ganz unbedingt reinfolgen. Ihr werdet es nicht bereuen. Da bin ich mir sehr sicher. So, das war meine Liebesschippe für Dodo. Aber es ist einfach auch die Wahrheit. Und herzlich willkommen natürlich an alle, die jetzt heute das erste Mal dabei sind. Wir bauen ein Straußengehege bzw. ein Mixgehege. Haben wir uns dann doch dazu entschieden, weil dieses Gehege doch größer geworden ist, als wir ja ursprünglich geplant haben. Und in die Mitte soll eben dann eine große 2 natürlich für unser zweijähriges Jubiläum. Vielleicht sollten wir das auch zuerst bauen, ne? Bevor ich mich jetzt wieder hier in den Details verliere. Dass wir zuerst mal die 2 machen. Lieber dich, Mina. Zurück. Zurück. Und Lion, mach's gut. Schön, dass du da warst. Bin zwischendurch aus dem Chat geflogen. Weiß jemand zufällig, ob das Ticket trotzdem noch gilt? Ja, auf jeden Fall. Also, das hat damit nichts zu tun. Kruvarox, hallöchen. Schön, dass du auch da bist. Guten Tag, guten Tag. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das mit der 2 machen. Mit welchem Stein arbeiten wir am besten? Ich glaube, mit dem vielleicht? Oder? Nee, ich glaube, mit denen. Denen am besten. Die sind, glaube ich, gut geeignet dafür. Und Miko, hallöchen, herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Kompliment. Genau, und gerade bevor ihr reingeradet seid, haben wir halt darüber geredet, dass das einfach so schön ist, dass wir uns alle hier haben. Genau, und ich wollte noch sagen, dass ich das dann immer krass finde, wenn man dann halt mal aus der Blase so rausgeht, dass man dann oft erst realisiert, wie es halt auch sein kann, dass halt, dass es nicht überall so rücksichtsvoll ist und halt aufeinander geachtet wird. Und dann ist es halt wieder, ne, dass hat eigentlich genau die richtige Person geratet, weil bei Dodo ist es nämlich genauso schön wie hier, dass man halt aufeinander achtet und nicht so blöde Sachen irgendwie schreibt und so. Und das ist einfach schön. Ah, die Watchtime wird gerade geguckt. Aber das ist tatsächlich nicht die All-Time-Watchtime. Also falls ihr jetzt irritiert seid, dass ihr denkt, hey, ich gucke doch eigentlich schon viel länger zu.
Wir haben mal den Bot gewechselt und der hat dann halt erst ab da gezählt, als ich den gewechselt habe. Also das ist so 2 Jahre her, würde ich sagen. Aber ich streame ja schon viel länger. Das heißt, es ist nicht akkurat, falls ihr schon länger dabei seid. So. Aber es ist wirklich ganz, ganz crazy, wie lange ihr... Guck mal, ich habe heute die 200 Stunden geknackt. Das ist so verrückt. Es ist so schön. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, ihr Lieben. Das bedeutet mir wirklich viel, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringt. Es ist so schön, wieder hier zu... Der Chat springt. Zu sein, fühlt sich wirklich an, als wäre man nie weg gewesen. Als hätte ich mir nur schnell einen Tee gemacht und wäre jetzt wieder hier. Genau das ist das Besondere. Danke für diesen Ort, Bini. Und by the way, es ist auch so schön, dich endlich wieder zu sehen. Ich freue mich auch ganz, ganz toll, dass du da bist, Bärchen. Und das freut mich, dass du dich da auch so wohl einfach fühlst. Ja, ich glaube, der Bot ist jetzt ein bisschen überfordert. Weil ihr das alle gleichzeitig gemacht habt. Deswegen antwortet er jetzt nicht jedem. So viel Liebe heute wieder. Ja, aber das muss man ja auch an solchen Tagen dann auch mal zurückgeben, ne? Also auch so, es war auch einfach richtig schön, am Freitag zum Beispiel dann die ganzen Namen zu sehen. Auch zu sehen, wie ihr dann halt supportet, wenn man nicht auf dem eigenen Kanal ist. Das ist natürlich jetzt unten dann ein bisschen hässlich geworden, ne? Müssen wir gleich nochmal gucken. Es fühlt sich dann halt immer ein Stück weit so wie zu Hause an, wenn man in den Chat guckt und dann stehen da halt die ganzen Namen, die man kennt. Und man weiß immer so ganz genau, ah ja, die Person kommt von mir. So, das ist einfach unglaublich cool und unglaublich schön, diese Unterstützung so erfahren zu können, sage ich mal. Der Bot ist doch eine Maschine. Geile Maschine. Noch mehr jetzt die Suppe von gestern war, mach das. Kannst du aus der 2 so Wasser rausspritzen lassen, was dann in so eine Wasserquelle führt? Das ist natürlich auch geil. Also ich würde sagen, das ist die schönste 2, die ich jemals gesehen habe. Nee, aber das ist eine richtig geile Idee. Wir machen das mal ganz kurz zu einer Baugruppe, damit wir auch das mal verschieben können und so. So. 2 sieht spannend aus, ja, oder? So, und dann machen wir das ein bisschen höher. So. Ich glaube, es ist cooler, wenn wir dann unten einen breiteren Felsen nehmen. Emily, dankeschön für die 33 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Athena, dankeschön für deinen Look. Wann ist circa die Auslosung? Ich habe ja schon gesagt, so in der nächsten Stunde. Also vor 14 Uhr auf jeden Fall.